Hey, ich bin Dominik von Backcountry Expeditions und dies ist mein Review, meine ausführliche Produktrezension nach nunmehr fast 4 Jahren Nutzung der Lupine Blika. Kopf, Helm, Stirn, Fahrrad, Boots, was auch immer, multifunktionalen Outdoor-Lampe. Ich werde in diesem Video beginnen mit meiner Historie, zur Blika, wie ich überhaupt zu Lupine gekommen bin. Dann schauen wir uns die technische Spezifikation der Lampe im Detail an. Ich gehe auf die Funktionen ein. In diesem Zusammenhang werde ich natürlich auch draußen im Dunkeln ein paar Szenen einblenden und zum Vergleich ein kleines Video mit ein paar Fotos. Und am Ende dann das Positive, Negative, was mir jetzt in all den Jahren der Nutzung aufgefallen ist und schlussendlich mein Fazit. Wie immer bei mir mein üblicher Disclaimer. Nichts von dem, was ihr bei mir seht in diesem Video auf dem Kanal, ist mir kostenlos zur Verfügung gestellt worden. Ich habe nichts gratis erhalten, ich habe keine Sponsoring-Verträge und demzufolge muss ich euch nicht die Hucke voll lügen. Das ist hier also ein rein ehrlicher, wie immer bei mir aufgeschlossener Erfahrungsbericht, mit dem ich euch helfen möchte, eventuell, falls ihr an solch einem hochwertigen Produkt interessiert seid. Ja, wie bereits eingangs gesagt, fast 4 Jahre Nutzung. Die Lupine Blika habe ich mir gekauft, damals im September 2019 für 405 Euro. Plus einiges an Zubehör. Und zwar mit so das Wichtigste, was zur Lampe gehört, war hier dieser sogenannte Heatsink. Das heißt so ein Hitze- bzw. Wärmeabsorber. Der hatte gekostet 17 Euro. Und zusätzlich hatte ich mir auch noch gekauft den USB-Lader. Das heißt, die Möglichkeit, dass ich den Akku der Lampe dann auch extern an Powerbanks aufladen kann. Dann hatte ich mir noch einen Schnellspanner gekauft für mein Fahrrad. 31,8 mm Durchmesser für den Lenker und auch noch ein Akku für mein Rotlicht von Lupine, was ich schon viel länger benutze, aber das dürfte dann mal ein anderes Video werden. Und da ich gesagt hatte, 2019 gekauft, es handelt sich bei der Lampe, die ich hier vorstelle, um das Modell 2017 bis 2021. Das heißt also mit 2100 Lumen. Mittlerweile, das heißt ab 2022 müsste es gewesen sein, gibt es denn die Blika mit 2400 Lumen. Die kostet auch nicht mehr 405 Euro, sondern in dem Fall jetzt 460 Euro. So viel also kurz für den kleinen Unterschied. Ansonsten bin ich der Meinung, es ist eigentlich nahezu die gleiche Lampe. Also zumindest von den technischen Eigenschaften, was so die LEDs angeht, die Bauform und so weiter, konnte ich keinen Unterschied erkennen. Wer da detailliertere Fragen haben will, ob es in der Mikroprozessorungssteuerung irgendwo einen Lötpunkt an einer anderen Stelle gibt, dann möge sich da bitte an den Hersteller hin. Für mich sehen es noch von außen hin, sehen es wie gesagt nach der gleichen Lampe aus. Und da könnte man jetzt auch dieses Review praktisch auf das Aktuelle schließen. Bis auf die kleinen minimalen Unterschied in der Lichtstärke, in der Helligkeit, Leuchtkraft genau gesagt, Lumen. Ja? Und bevor ich jetzt genau auf jene technischen Daten eingehe, kurz meine Historie, wie ich dazu gekommen bin. Ich benutze Kopflampen natürlich schon Ewigkeiten, ja? Keine Frage. Mit an meine erste kann ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern, aber es war irgendein Billigmodell. Und dann bin ich irgendwann auf eine höherwertige gegangen, vermeintlich höherwertige. Das müsste eine Phoenix gewesen sein, da bin ich mir aber auch nicht mehr ganz sicher, dass ich die nicht besonders lange hatte. Da hatte ich die mal nicht mehr reich für ein Foto zu machen. Aber dann habe ich mir eine, die war ähnlich hochwertig gekauft, denn die kann ich mich noch erinnern, weil ich sie nämlich auch noch habe. Und das ist hier meine Spark ST6 500 CW, müsste sie heißen. Die dürfte ich jetzt seit ungefähr 2013 benutzen. Und daher wisst ihr, warum ich mich einer nicht mehr erinnern kann, weil es einfach zu lange her ist jetzt. Ja? Aber die habe ich seitdem benutzt. Wie der Name schon sagt, 500 CW, die hat theoretisch gehabt 500 Lumen.
Theoretisch sage ich, weil es bei dieser Lampe eine, wenn ich die auf, die hat mehrere Leuchtstufen, ich denke vier sind sie gewesen, die ich durchschalten kann mit dem einen Knopf, und diese maximale Leuchtkraft erreicht ihr praktisch nur in einem sogenannten Turbo-Modus, der nur für ein paar Minuten, nicht mal, hält. Ja, zwei Minuten, glaube ich, zweieinhalb, und dann schaltet die automatisch wieder runter auf die ungefähr 200, 250 Lumen, so Pi mal Daumen. Ja. Seit 2013, die habe ich denn genutzt, ich denke, es war so 3 oder 4 Jahre, und dann ist sie durchgebrannt. Der Klassiker, ja. Also es muss nicht so sein, ne? Aber das ist nicht die erste Lampe, die mir kaputt gegangen ist. Bei mir muss man mal sagen, intensive Nutzung. Ja? Also für alle, die es nicht wussten, ich wohne draußen im Wald. Das heißt, ich bin auf die Lampe nahezu jeden Tag angewiesen. Ich habe bei mir auf dem Grundstück hier keine externe Beleuchtung. Ich mache nur mal ein Video zur Lichtverschmutzung in jedem Fall. Ja? Das heißt, wenn ich mich im Dunkelheit rausbewege und da auch etwas sehen möchte, das heißt, falls ich den Wolf am Kompass nicht wieder übersehen will, dann setze ich mir eine Kopflampe auf. Das heißt, sie sind von Kopflampen kommen bei mir im Jahr, wenn wir jetzt mal die 365 Tage nehmen, an mindestens 345 zum Einsatz. Ja, die anderen Tage schlafe ich. So in etwa. Also was will ich damit sagen, es ist eine intensive Nutzung bei mir. Das muss man immer im Verhältnis sehen, vielleicht zu den Menschen, die eine Kopflampe bei sich in der Schublade zu liegen haben und die vielleicht aber nur einmal alle 3 Wochen rausholen, wenn sie, weiß ich nicht, versteht ihr? Ja? Also intensive Nutzung, das ist immer wichtig. Und zu dem Punkt auch noch meine Abenteuertour, werden wir gleich drauf eingehen. Die ist dann durchgebrannt, wie gesagt. Und dann habe ich mir, weil ich so zufrieden war mit dem Modell, tatsächlich, bis auf das es durchgebrannt ist, die gleich nochmal geholt. Ja? Die gab es dann allerdings zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr aktuell im Handel, sondern das waren sozusagen Lagerbestände. Also die bei einem Verkäufer hat die wahrscheinlich irgendwo unter der Grabbelkiste verstaubt zu liegen gehabt. Und das ist genau jenes Modell. Aufgrund dieser Leuchtkraft und der, also ich sage es immer so roundabout, 200 bis 250 Lumen. Und die hat einen... Na, sie hat, ist kein breiter Fluder, es ist auch kein Spotter, es ist so ein Mixding. Es war ganz okay, aber es war nicht ausreichend, um seriös draußen damit zu arbeiten und vor allen Dingen sicher zu wandern. Das ist der Punkt. Wofür ich sie immer noch ganz gern genommen habe, wir arbeiten am Fahrzeug. Weiß jeder Kfz-Mechaniker, wenn er mal im Innenraum liegt, irgendwo im Fußraum und dann die Kabel unten lötet irgendwie, da müsste es mal schön hell bleiben oder unten mal wieder schön dreckig am Auspuff, Getriebe und so weiter, solche schönen Sachen. Da kam die noch zum Einsatz. Und ja, das war aber nichts mehr, wo ich mit zufrieden gewesen bin. Und dann, jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt auch eine Lampe haben für mein Fahrrad. Das heißt, ich fahre Mountainbike, genauso wie ich es gesagt habe, im Wald. Ja, das heißt, ich habe mir keine Lampe geholt. Damals, wo ich noch öfter in der Stadt unterwegs bin, musste man natürlich gucken, dass sie noch STVZO gewesen ist. Ja? Also konform, wenn man denn mal angehalten wird, was ja auch tatsächlich vorgekommen ist. Habe ich in diesem Fall drauf gepfiffen, da mein Lebensmittelpunkt hier ist. Und dann suche ich mir natürlich keine Lampe, die, weil ich jetzt einmal von 20 Mal auch in der Stadt das Licht brauche, wisst ihr? Denn da dürft ihr mich jetzt gern für so machen, wenn ihr das wollt. Ja? Aber das ist mir wichtig, denn hier brauche ich ein Licht, das ist, nicht wahr, Eli? Warst du heute schon mal im Bild drin? Wahrscheinlich nicht, ja, also wir alles nicht wussten. Das ist hier unser, komm mal her, Eli, du siehst, man sieht dich gar nicht auf der Breitlinse, ja? Ja, ja, das ist so fein, ne? Das ist nämlich unser Reh- und Wildschweintester. Ja? Das heißt, wir haben regelmäßig Begegnungen, wenn wir mit dem Fahrrad unterwegs sind, mit freilaufendem Wild. Das ist völlig normal, wenn ich bei mir durch den Wald fahre. Also zumindest in der Saison, wo die Jäger nicht alle abgeschossen haben. Ja, also wenn noch ein paar überleben dürfen, dann ist es tatsächlich so, das hatten wir schon gehabt. Eli hat selber schon ein Wildschwein umgelaufen, im freien Galopp sozusagen, aus dem Schilfgürtel rausgekommen. Da war ich aber nicht mit Lampe unterwegs. Und wir hatten aber schon einen Unfall mit Reh, mit Marder und naja gut, das mit dem Fuchs war nur ein halbes Ding. Ne? Das heißt also, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, wollte ich eine Lampe haben, die schön breit ausleuchtet und auch entsprechend weit. Also mein Anspruch war mindestens 30 bis 50 Meter, wollte ich eine wirklich gut ausgeleuchtete Sicht haben in diesem breiten Winkel. Und da seht ihr dann natürlich, warum für mich auch keine Straßenverkehrszulassungslampe in Frage kommen kann, weil die natürlich nicht dieses Feld ausleuchtet, sondern genau jenes und dann das Gesenkte, ja, verständlicherweise.
zu diesem Hintergrund. Also habe ich mir gesagt, du brauchst eine gute Lampe draußen, du brauchst es mit dem Fahrrad. Ich wollte was Universelles haben. Ja, und da habe ich auch mit dem Garten gespielt. Naja, wenn ich mit dem Boot unterwegs bin, da hatte ich mal meinen Handscheinwerfer mit, wäre es einfach viel cooler, wenn ich mir eine Lampe vorne an meine Halterung vom Boot anmontieren kann und die vielleicht auch noch per Funksensor steuern. Das heißt, wenn ich durch die Dunkelheit paddel irgendwo, manchmal kommt das tatsächlich vor, ja, und ja, jeder, der das weiß, der weiß, dass das ein heikles Unterfangen sein kann, nicht im Wildwasser. Ja? Also ich möchte hier kein schlechtes Beispiel vorangehen, das auf keinen Fall, sondern ich rede hier von ruhigen Fließwässern, möglicherweise auch von heimischen Gewässern, so wie bei mir zum Beispiel die Elbe. Ja, die habe ich im Griff, bin ich der Meinung, und da möchte ich einfach nur, wenn irgendwas ist, und vor allen Dingen natürlich, um sich selbst aufmerksam zu machen, ne? Im Dunkeln, wenn andere Schiffe kommen könnten, ja, auch noch so ein Ding. Also das war so mein Anspruch an eine Lampe, die ich haben wollte, eine irgendwie für alles, ne? Und dann kannte ich die Firma Lupine, ne? Die kommt aus Neumark in der Oberpfalz, das heißt in Bayern, schon länger. Aber es war mir immer der Preis, hat mich immer abgeschreckt. Ich fand die Lampen damals immer natürlich, wer im Mountainbike unterwegs ist, der wusste, oh ja, hatte schon mal gehört, Wilma, Betty und so, das waren geile Dinger bestimmt, die haben gejuckt, ja. Die Preise gesehen, dachte ich mir, oh ne, das kannst du nicht leisten. Und ich habe wirklich mehrere Jahre, das ist kein Witz, vor 2019, ich glaube, ich habe Lupine beobachtet seit 14, 15, irgendwie so in dem Dreh, Pi mal Daumen. Das war kurz nachdem ich meine Webseite nämlich angefangen hatte. Und aber dann hat es mir gesagt, jetzt reicht es mir irgendwann. Ne? Wir hatten dann so viele unangenehme Zwischenfälle mit dem Wild auch hier. Ich hatte, wo ich mich immer wieder gesagt habe, das geht so nicht weiter. Und da habe ich zugeschlagen. Ja? Und da sind wir dann genau zu jener Lampe gekommen. Lange Einführung möglicherweise, aber dass man das auch versteht, dass es nicht so ein Jux-Kauf gewesen wie ist zum Beispiel, ich brauche ein Statussymbol, so nach dem Motto, weil das eigentlich überhaupt nicht mein Budget ist irgendwo, aber ich brauche eine Zuverlässigkeit und die diese Bereiche abdeckt. Peng. So, und damit hatte ich dann genau jene Lampe mir zugelegt und habe die dann auch anfangs genauso betrieben, wie ich es gesagt hatte. Das heißt, ich habe sie montiert mit meinem Halter, der ist jetzt nicht hier, weil er am Fahrrad klemmt, komme ich später nochmal auf das Thema, und habe sie dann am Fahrrad gehabt und habe sie als Stirnlampe benutzt. Und das war immer ein bisschen tricky. Ich wusste von Anfang an, dass das nervig ist, weil du bist permanent am Umschrauben. Du musst ja jedes Mal diese kleine Schraube hier lösen, aus der Halterung raus, dann schraubst du es ans nächste wieder dran, dann schraubst du wieder um und zurück und so. Oh, das ist nervig. Ich wusste also anfangs schon, das wird nicht bei dieser einen Lampe bleiben. Aber ich konnte mir einfach keine zwei leisten. Das war der Punkt. Also bin ich in Kompromiss mit dem Hin- und Herbauen eingegangen. Ja. In diesem Zusammenhang sei noch erwähnt, bei der Bestellung, für alle, die es vielleicht schon gesehen haben, ich habe mich damals für das HD, das Heavy Duty Kopfband entschieden, die breite Variante. Einfach genau aus jenem Grund auch dieser Lampe heraus, da meine Kopflampen zuvor alle immer ein Gummiband hatten, so wie man das eigentlich kennt. Und das ist eigentlich das Teil, was am ehesten verschlissen ist. Und das war auch, noch bevor diese Lampe durchgebrannt ist, hat sich das Kopfband dermaßen weit gedehnt, das heißt, ich musste immer wieder nachstellen und irgendwann war es völlig ausgelutscht, da hat sie nicht mehr gehalten, also bloß hat sie sich gefallen. Ne? Und da habe ich mir ein neues Kopfband geholt für die Lampe und ich habe die sozusagen noch zwei Bänder gehabt. Ja. Und da habe ich mir gesagt, das willst du auf keinen Fall nochmal haben, denn machen wir uns nichts vor, ein Gummiband, egal welcher Natur, also welchem Hersteller, wie breit und wie heavy duty das auch sein mag, ist es ein natürlicher Prozess, dass das Gummi einer Dehnung und damit einem Verschleiß unterliegt. Das ist ganz normal und das wollte ich einfach auf ein Minimum dezimieren. Und dazu habe ich mir dann gedacht, kaufst du hier halt genau jenes HD-Stirnband. Ich glaube, das hatte, was, so wie 5 Euro Aufpreis oder so in dem. Also es gab einen minimalen Aufpreis, denn normal kommt die Lampe mit dem einfachen Stirnband. Einfach muss man sagen allerdings auch schon, es hat, sieht praktisch genauso aus, das heißt nicht so, die hat ja auch schon 3, habt ihr gerade gesehen, aber es gibt ja auch Lampen, die haben nur ein umlaufendes Band. Das sind, ich nenne sie mal die Rutschlampen, ja. Und das war natürlich wichtig, dass sie oben auch eins drüber hat. Und genau das andere hat halt praktisch auch diese Dreieraufteilung. Einmal ringsrum, den Kranz und dann einmal, sodass sie nicht runterrutschen kann. Aber das, der Unterschied zu diesem HD-Stirnband ist halt, dass es ein Stoff ist. Und der einzige Gummianteil, den habt ihr ja hinten, da wo das Band verstellt wird. Und genau da merkt man das jetzt auch nach 4 Jahren Nutzung, dass sich genau jener Bereich hier schon leicht ausdehnt. Also war ich mir jetzt schon bestätigt, dass das auch die richtige Wahl ist. Und dazu muss man sagen, die Lampe mit diesem Stirnband sitzt akkurat. Also es ist komfortabel, da kann man nichts sagen. Das Einzige, was jetzt hier ein bisschen annervt, sind, die habe ich erst vor relativ kurzer Zeit dazu gekauft, meine Stöpsel für den
für die Stecker. Und zwar einmal für den Lampenkopf gibt es einen Stecker, den könnt ihr draufstecken. Und das ist ein Zubehörteil. Müsste so, gibt es bei mir auf der Webseite auch einen entsprechenden Beitrag zu Lupine Zubehör. Wer dazu mehr wissen will, wann ich die gekauft habe und was es alles gekostet hat, schaut sich einfach das an. Ja. Und ja, da muss ich mir noch was überlegen, wie ich das am besten hindrehe, dass sie nicht immer so ein bisschen rumbammeln. Aber es hatte sich jetzt aus der Nutzung auch ergeben, denn das ist ein Punkt zu dieser Lampe. Man soll, sagt der Hersteller, und das kann ich auch nachvollziehen, warum, die Verbindung immer trennen, wenn man die Lampe nicht benutzt. Das heißt zur Lagerung und zum Transport den Akku von der Lampe trennen. Und wenn ich das natürlich beim Transport mache und hier in dieser Tasche transportiere und auch draußen irgendwo habe, dann oder beispielsweise am Fahrrad den Lampenkopf fest montiert habe, aber keinen Akku angeschlossen, ist ja die ganze Zeit der Stecker offen. Damit wird er dreckig und damit korrodiert er. Das also sollte das schon einen Schutz haben. Das ist nicht normal, es ist nicht keine Serie, wie gesagt, es ist ein optionales Teil. Habe ich auch noch dazu geholt. Ja. Jo. Und dann, das habt ihr jetzt auch schon gesehen, wie ich die Lampe transportiere mit dem Stirnband, der Kopf mit dem Akku so zusammen, halt genau in dieser Tasche hier. Das ist in dem Fall eine Maxpedition Padded Pouch, 4,5x6 Zoll. Die seht ihr, die Lampe habe ich hier auch in der Maxpedition, die ist ein bisschen kleiner. Die würde jetzt hier auch reinpassen, aber richtig kräftig nur mit Drücken, das ist mir nichts. Und daher die größere. Denn hier kriege ich auch noch ganz entspannt den Akku rein, den Funksender werden wir noch zukommen und halt dieses Zubehör. Ja? Und wenn ich hier ein bisschen drücke, kriege ich sogar noch ein anderes Video, die Lupine Pico mit rein. Pico. Da komme ich nochmal drauf zu. Ja? Also das zum Transport, denn original habt ihr nichts dabei zu dieser Lampe. Was ihr erhaltet, ist einen wunderschönen Koffer. Ja, der hier ankommt, also die Lampe, Lupine-Lampe, wunderschön verpackt, zumindest diese Helm- und Stirnlampen in dieser sehr noblen, die hat hier so einen Magnetverschluss, macht schon was her, deswegen kann man die ruhig mal aufheben, bin ich der Meinung. Ja, hier habt ihr die Bedienanleitung, die ist sehr ausführlich übrigens, ja, hier ist wirklich alles, was man wissen muss. Ja, Deutsch und Englisch ist sie hier und sehr anschaulich gemacht, da kann man echt nichts sagen, lässt keine Fragen offen, das darf man so sagen. Ja. Und das muss ich heute ruhig mal erwähnen, da das relativ selten ist. Üblicherweise ist nicht selten. Das heißt, Bedienleitung kannst du dir online irgendwo runterladen und dann ist das in einer Sprache Swahili rückwärts möglicherweise noch. Ja? Gut, was Positives dazu. Dann seht ihr auch schon, der Koffer wunderbar aufgemacht. Auch so ist das hier alles drin gelagert. Ja. Das Ladegerät, der Lampenkopf, das ganze Zubehörteil kommt noch mit dazu. Diese ganzen Montagehalterungen. Denn wie gesagt, man muss die Lampe ja nicht an einem Kopfband tragen, sondern man kann sie auch als Fahrradfahrer, als Mountainbiker klassischerweise auch an den Helm klicken. Ja. Da hast du noch ein Klickding für vorne für den Lampenkopf, noch ein Klickding für den Akku hinten, wenn ihr einen entsprechenden Akku habt. Dann gibt es noch das Bändchen für die Funkhalterung und so weiter. Also ein paar kleine Sachen liegen auch noch bei. Dann habt ihr jetzt hier noch Aufkleber drin. Ja, wer vielleicht jetzt noch das ganze Ding schön für den interessierten Dieb ans Autofenster kleben will, was er für eine teure Lampe da vielleicht im Handschuhfach zu liegen hat. Ja. Das ist also schön verpackt, muss ich sagen, aber leider halt keine Transportaufbewahrungstasche in diesem Sinne. Die bietet Lupine als Zubehör an. Aber, und da muss ich sagen, warum habe ich meine? Ganz einfach, weil ich von denen nicht überzeugt war, die Lupine anbietet. Peng. Sie haben mittlerweile mehr am Programm, als es damals gab, aber die überzeugen mich trotzdem immer alle noch nicht. Was soll ich dazu sagen? Ja, man kann sich das ja selbst... und da finde ich aber es gut, muss man... Eigentlich ist es negativ, dass nichts dabei ist, aber andererseits ist es besser, wenn sie nichts reinpacken, als wenn sie was reinpacken, was mir nicht gefällt. Und das liegt dann nur rum. Da haben wir Rohstoffe verschwendet. Das muss ja auch nicht sein. Ja? Also nehme ich genau das, was mir halt gefällt. Yo. Und dann sind wir jetzt sozusagen mit dieser Einleitung durch, mit dem Ganzen, was dazugehört, wo es herkommt. Und dann schauen wir uns jetzt mal die technischen Spezifikationen der Lampe an. Wie anfangs schon erwähnt, ja, das ist das Modell mit 2100 Lumen. Und wer gerade genau aufgepasst hat, hat das irgendwie auch gesehen. Hier steht auf der Bedienerleitung Lupine R drauf, Blika R. Ne? Die dürfte jetzt wahrscheinlich an, R dürfte, wenn ich mir richtig sehe, für Remote stehen. Das heißt, sie hat Bluetooth-Funksender. Kommen wir zu. Ne?
2100 Lumen und damals ist es noch angegeben worden, das ist die Leuchtkraft und damals ist die Helligkeit noch angegeben worden in Candela, das heißt der Kerzenstärke, 3500 Kerzenflamme. Ja, heute wird das angegeben in Lux. Da würde ich in einem anderen Video nochmal drauf zugehen, wo ich mal so ein allgemeines Ding zu Lampen mache. Ja, da gucken wir das genau, wollen wir jetzt nicht. Der nächste Wert wäre aber ganz interessant, die Reichweite. Der gibt nämlich Lupine an mit 300 Metern und das kann ich auch bestätigen. Ja, in dem Sinne von muss man sagen, dass das Licht diese 300 Meter tatsächlich erreicht. Also ich habe ausführliche Tests gemacht, wo ich es auch abgeschritten bin, wo man sagt, bis auf diese Entfernung 300 Meter könnte man erahnen, dass das Licht dorthin fällt. Das heißt natürlich aber nicht, dass man diese 300 Meter auch wirklich effektiv gucken und nutzen kann. Ja, in diesem Zusammenhang würde ich auf ein anderes Video verweisen, wo ich einen Unterschied machen werde zwischen, habe ich auch schon fertig gedreht, den Nachteil zumindest, zwischen der Lupine Blika und der Lupine Pico. Und da gehe ich genau auf diesen Fakt genauer ein, wer dazu mehr wissen möchte. Na, da hier nur kurz gesagt, die 300 Meter Leuchtweite ist bestätigt. Ich würde aber sagen, gucken kannst du bei freier Sicht, bei guter Witterung, muss man sagen, effektiv vielleicht 200 auf der vollen Leuchtkraft von 2100 Lumen. Die Lichtfarbe kann man wählen bei dieser Lampe und die hat Standard 6000 Kelvin. Ist also ein relativ typisches LED-weißes Licht. Also mir eine Nummer zu kalt weiß. Daher muss ich froh sein, bin ich echt froh, dass Lupine da die Option anbietet mit Warmweiß. Und zwar sind das denn 4900 Kelvin. Man sagt es dann einfach bei der Bestellung als optionale Variante. Ich möchte genau diese warme, das kostet nichts extra, also war zumindest damals so. War das gleiche und dann erhält man die. Ja. Und dann muss ich sagen, dass, jetzt habe ich ja schon einen Akku gelöst, dass diese 4900, also mein absolutes, würde ich auch in diesem Lichtvideo genauer sagen, ist mein absolutes, die Obergrenze schon. Ja. Also das ist mir auch schon immer noch zu weiß. Für euch dürfte es jetzt sowieso hell sein. Für mich könnte es ruhig noch eine Nummer gelber, noch eine Nummer wärmer sein. Ja, also so 4500, ja, wäre eigentlich fast der optimale Wert für mich. Aber ich bin froh, ich habe dieses Warmweiß. Ne? Zur Linse. Ihr seht das schon, hier sind mehrere LEDs verbaut, das Besondere bei der Blika. Und Lupine nennt das, es ist ein Multi-Lens-System mit 22 Grad, 12 Grad und 180 Grad. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die 22 Grad auf das Hauptlicht verfallen, dass die 12 Grad auf den Spot verfallen und dass die 180 Grad auf das Diffuslicht verfallen. Wir schauen uns später nochmal die Funktionen genau natürlich im Detail an. Zu den Leuchtmitteln, was hier verbaut ist, nämlich genau jene, die ich gerade genannt hatte, die beiden Hauptlichter, das heißt die beiden großen, die hier greifen, die Glubschi-Augen, ja, das ist zweimal der Cree XML3. Dann haben wir noch zwei kleine weiße, das ist die XQE High. Und dann habt ihr noch jeweils eine rote und eine grüne. Und das ist auch genau jene XQE High in der Rot- oder Grünfarbe. Das heißt also, hier sind sozusagen, insgesamt sind es drei Lichtfarben, die verbaut sind. Summa summarum sind es allerdings sechs LEDs, die hier drin sind. Ja, ist also, und da kann man natürlich auch schon sehen, dass er rührt denn im Vergleich zu einer deutlich kleineren Lampe auch der größere Kopf her, weil natürlich die mehr Funktionen irgendwo gegeben sind. Ne? Das Material ist hier ein CNC-gefrästes Aluminium 6061 T6. Schwarz eloxiert und hier kann man sagen, das Eloxat hält auch tatsächlich noch vom Lampenkopf. Vom Heatsink, der ja ebenfalls hier montiert ist, auch schwarz eloxiert, aber vermutlich, also es ist eine etwas andere Eloxalschicht. Die andere ist mattschwarz und die hier ist seidenmatt, fast schon glänzend, aber noch seidenmatt, aber man sieht, es ist ein anderer Farbton. Hier geht es vorne an dem Heatsink etwas ab, rührt natürlich daher, dass ich unten dann den Knopf mehr bediene, während oben, der kleinere Knopf, ne, und der größere Knopf oben ist leichter bedienbar. Das heißt, hier kommt man dann mehr mit dem Gehäuse
Gehäuse in Kontakt. Aber das ist alles noch in Ordnung. Also der Lampenkopf, man kann nicht sagen, dass er nach 4 Jahren aussieht wie neu, aber ich habe mich ja auch bemüht. Ich habe den einen oder anderen nicht mal angeeckt vorne. Da sieht man das, ja, natürlich. Aber es ist okay. Das finde ich völlig in Ordnung. Kann man nicht meckern. Ne? Zur Schutzklasse. Gibt Lupine hier an IP68. Die verweise ich auf mein entsprechendes, sehr anschauliches Video, was ich euch mal gedreht habe, wo ich die IP-Klassen jeweils aufgesplittet habe und was jeweils irgendwo bedeutet. Wer das Video gesehen hat, der weiß Bescheid, der ist in jedem Fall jetzt total abgeholt. Und für alle, die nicht abgeholt sind, die 6 steht als erster Ziffer für die Staubdichtigkeit, die 8 steht als zweiter Ziffer für das dauerhafte Untertauchen in 1 Meter Wassertiefe. Vom Druck her gesehen 1 Meter und Lupine selbst gibt hier sogar 2 Meter an. Und kleiner Fun-Fact nebenbei, es nieselt die ganze Zeit. Falls euch das aufgefallen sein sollte, das heißt, die Lampe soll eigentlich auch spritzwasserdicht sein, aber die ist, auf die China-Variante vertraue ich dann nicht so ganz. Ja, und ich mache das ganze Ding mal zu. Der Pappkarton wird jetzt ein bisschen nass, aber das ist so ein beschichtetes Zeug, also wird es doller, muss ich ihn reinräumen. Und das Ladegerät, und hast du nicht gesehen, und der Akku, also das Ladegerät nimmt ja, glaube ich, jetzt hier keinen Schaden weg, gehen wir gleich drauf ein. Und die Lampe auch nicht. Was will ich damit sagen? Wir drehen jetzt im Regen weiter und das dürfte der Lampe nicht schaden, weil die hat schon mehrere Tage lang Regen überstanden. Deutlich härteren Regen. Genau, also so viel dazu. Lupine sagt sogar 2 Meter. Züge der Wasserdichtigkeit unter gleichen Wert gibt Lupine auch an für die Stoßfestigkeit. Das heißt, man könnte jetzt sagen, wenn wir die IP-Klassifizierung haben, wäre die Stoßfestigkeit ja die IK-Klassifizierung. Da habe ich jetzt aber keinen Wert gefunden, welcher das, aber wer dazu mehr wissen will, schaut sich einfach meinen Beitrag bei mir auf der Webseite an, habe ich auch dieses nochmal aufgeschlüsselt. Komme ich mal zu den Abmessungen, wo ich ja schon sagte, etwas größerer Lampenkopf im Vergleich vielleicht zu so diesen kleineren, kompakteren Lampen. Muss nicht sein, aber es gibt ja welche, die sind... Ne? Der ist hier 33 mal 51 mal 33. Ja? Also der ist genauso hoch, wie er tief ist, aber ist halt nur ein bisschen breiter. Ich finde allerdings, dieses Maß ist, auch wenn das jetzt erstmal relativ klobig aussehen mag für eine Kopflampe, wenn man sowas vorher noch nicht kannte, macht es keinen Unterschied. Also in dem Moment, wo ich es jetzt hier auf dem Kopf trage, ist das völlig in Ordnung. Und da wäre viel wichtigere Maß, das Gewicht. Der Lampenkopf selbst wiegt hier 85 Gramm, das heißt, wenn nichts dran ist, nur der Kopf mit dem Kabel, ja, also Kabel ist ja praktisch immer an dem Lampenkopf jetzt hier dran, das ist jetzt ja eingeklickt, wir können das ruhig mal rausnehmen, so, ja, wir können auch die ganze Lampe mal rausnehmen, dass ihr das mal seht, habe ich schon lange nicht gehabt, müssen wir mal gucken, ob es überhaupt noch funktioniert, weil die Lampe ist, das ist ja der Fast-Click-Verschluss hier, ja, natürlich, so, ne, das wäre also sozusagen, der jetzt meinen Stecker natürlich wegdenken hier, ja, können wir mal aufstecken, weil es regnet ja. Und das wäre sozusagen dieser Lampenkopf mit den 85 Gramm. Ne? Und das Ganze mit dem Akkupack zusammen sind 250 Gramm. Und ermittelt mit dem, so wie ich es jetzt hier habe, mit dem Akku, der Lampe und dem Heavy-Duty-Stirnband, liegen wir da bei 290 Gramm. Und das ist eine Zahl... Die Einklicken geht übrigens auch ganz easy, einfach zack und dann ist das wieder drin. Ja, ist gar kein Problem, aber ich muss sagen, diese Lampe, glücklicherweise muss ich die jetzt nicht mehr rausnehmen, da ich ja auch noch eine andere habe. Genau, so viel zum Gewicht, 290 Gramm und das hört sich jetzt erstmal viel an, wenn man jetzt, sagen wir mal, so eine Lampe gewöhnt ist. Aber auch hier muss ich sagen, und ich vermute mal, das liegt aber auch sehr viel an dem Stirnband, ja, jetzt nicht täuschen lassen von dem Kabel, was hier rumbaumelt, so ein bisschen wie im Helikopter für die mir jetzt gerade, trägt sich total komfortabel, kann man gar nichts sagen. Und auch die Zuschauer meiner Abenteuerreportage, ich werde mir völlig zum Affen machen hier wahrscheinlich, ja, die Zuschauer meiner Abenteuerreportage wissen das auch, dass ich stundenlang mit dieser Lampe durch Lappland pimmele. Und für alle, die es nicht wussten, dass ich auch damit ganze Nacht lang laufe. Das heißt, so lange, wie die Akkus reichen. Und genau da waren wir dann jetzt nämlich auch beim Punkt zu den Akkus. Ich habe diese Lampe gekauft mit einem, erstmal ist es ein Fast-Click-Akku, das heißt, ich gehe nochmal später auf dieses Akku-Thema ganz genau ein, das heißt, man kann den hier in diese Halterung reinklicken und den gibt es optional auch noch als Hardcase-Akku. Und als Fast-Click-Akku habe ich den hier gewählt mit dem
mit der Smart-Core-Anzeige. Das ist diese hier, gehe ich auch gleich nochmal explizit beim Bereich Akku drauf ein. Was ich hier nur sagen wollte zu dieser Kapazität bei den technischen Daten, das reicht erstmal bis dahin, es sind 3,5 Amperestunden und es ist ein 7,2 Volt Lithium-Ionen-Akku. Na? Jo, und was ist, das hat vielleicht der eine oder andere schon gewundert, zum Akku, zur Ladung, was wir hier haben, dann kann ich das auch ein bisschen wassergeschützter gleich mal wegpacken. Ladegeräte. Ist bei der Pika, bei der Blika, die ich da gekauft hatte 2019, kam das Ladegerät Wiesel V5 zum Einsatz. Und das ist genau jenes hier. Dieses Wiesel V5 hat lädt mit 0,1 bis 1,2 Ampere. Bei 100 bis 240 Volt. 1,2 Ampere war hier das Maximum, was dieses Gerät macht. Und das hat dann so ungefähr 3 Stunden gedauert, bis dieser 3,5 Amperestunden Akku vollgeladen war. Ne? Wenn das Ganze lädt, leuchtet es rot. Habt hier eine LED in dem Ladegerät. Und wenn er vollgeladen ist, dann haben wir das Ganze grün. Und dieses packe ich jetzt nämlich wieder weg. Da ich das mit dem Kauf meiner nächsten Lampe nicht mehr gebraucht habe, beziehungsweise das Ladegerät von der Pico, die ich dann hatte, das ist das Wiesel V6. Und das macht, sieht eigentlich genauso aus, macht allerdings jetzt hier schon 1900 mA. Und damit laden wir fast eine Stunde weniger, so ungefähr 40 Minuten habe ich rausgefunden. Pi mal Daumen. Ja? Das kam zur Pico mit dazu. Und daher ist jetzt sozusagen für mich das Wiesel V5, seht ihr, wegverpackt und ich lade nur noch mit dem Wiesel V6 von der Pico. Und das ist jenes hier. Das stecken wir uns mal ruhig mal ein, weil es ja gerade regnet. Ja? Jo. Und Ladezeit hatte ich gesagt und der Einsatzbereich dieser Lampe ist hier, liegt hier laut Lupine minus 25 bis plus 70 Grad. Das heißt, der Lampenkopf. Das Kabel, was hier an, das ist ja, Lampe ist immer eine Sache, aber man muss ja natürlich auf die Sachen achten, die auch noch dabei sind. Das nützt ja gar nichts, wenn die Lampe irgendwas aushalten kann, irgendeine Wasserdichtigkeit, eine Stoßfestigkeit oder dann halt in diesem Fall das Kabel, ja, wenn das es nicht mitmacht. Und da gibt hier Lupine für dieses Kabel an, steht auch hier extra drauf, ist es ein Low Temperature, Ultra Low Temperature Kabel und es gibt an minus 40 bis plus 80. Das heißt, der Einsatzbereich des Kabels liegt über dem des Lampenkopfes. Und so macht das natürlich auch Sinn, dass man sich immer an dem niederen Wert, das heißt der Lampe, orientiert und sich um den Rest praktisch keine Gedanken machen muss. Wie jetzt der Einsatzbereich des Akkus allerdings ist, ja, das dürfte jetzt wahrscheinlich eher weniger an der Aufmachung dieses Smart-Core-Akkus liegen, sondern eher an dem, also von dem Kunststoffgehäuse, darum geht es ja, sondern eher an der Eigenart der Lithium-Ionen natürlich. Und da wissen wir, dass Akkus, Batterien grundsätzlich temperaturempfindlich sind. Das heißt, mit sinkender oder mit steigender Temperatur sinkt in jedem Fall die Kapazität. Ja, mal so eine Werte, zum Beispiel so eine Alkali-Batterie, wenn er so eine Doppel-A nimmt, ja, die haben, da gibt der Hersteller, also die Werte, die im Optimum da gemessen werden, die liegen bei 20 Grad Celsius. Betreibt er diese Batterie alleine schon bei 30 oder bei 10 Grad, dann ist mitunter, kann die Kapazität schon bis zu 50% runterratteln. Ja? Und das je nach Hersteller. Ne? Ich habe mal so einen Test gemacht, ist schon länger her. Und so ein bisschen ähnlich ist es ja bei Lithium-Ionen-Akkus. Auch da muss man natürlich, und das ist nämlich der einzige Grund, warum ich jetzt bei der Lampe, also was mich bei der Nutzung einschränkt, ist also nicht das Kabel oder der Lampenkopf, sondern halt der Akku. Das muss man dazu sagen. Ja? Also da würde jetzt der Vollständigkeit halber so ein Wert noch dazugehören. Aber da machen wir uns nichts vor. Der sieht natürlich nicht mehr so rosig aus. Und bei minus 25 Grad Celsius, das kann ich euch gerne mal in Lappland live zeigen. Aber gar kein Problem. Können wir uns mal anschauen, wie lange so ein Akku hält. Ja? Jo, und um das ganze Spezifikation jetzt auch noch vollständig zu machen, wäre die Farben, die es zumindest damals gab. Ihr seht, dass ich habe das Ganze in Schwarz, aber es gab optional, hätte ich noch wählen können, genau wie diese Lichtfarbe, als Blau oder Rot. Ob es es heute noch gibt, weiß ich nicht. Ob das Aufpreis kostet, kann ich auch nicht sagen. Wen es interessiert, einfach nachschauen. Ich fand natürlich Schwarz am unauffälligsten und zum passigsten irgendwo. Also ich wollte da nicht so ein leuchtendes Ding an der Stirn haben. Ja? Jo.
Jo, ich habe mal eben den Koffer reingebracht mit dem Ladegerät. Der Rest dürfte wasserdicht sein, da der Ring in jedem Fall nicht mehr weniger wird. Aber ich versuche jetzt zumindest die gleiche IP-Klassifizierung wie die Lampe einzuhalten. Ja, also ich denke, wir können das noch deutlich übertreffen. Von daher wäre dann der nächste Part die Funktionen zur Lampe. Eine ganze Menge LEDs und ich hatte ja anfangs gesagt, was ich mir unter dieser Lampe vorstelle, das heißt, was ich haben möchte für ein breites Einsatzspektrum, und da musste denn die Lampe halt genau jene Funktion haben. Und das wäre einfach mal, wenn wir uns die LEDs nochmal anschauen, das heißt von den Leuchtarten, die es gibt, da haben wir ein Fernlicht, wir haben ein Nahlicht, wir haben ein Spotlicht, wir haben ein Leselicht, wir haben ein Rotlicht und wir haben ein Grünlicht, ja. Es ist eine ganze Menge für eine Kopflampe. Und dann sieht man natürlich auch, worin das Ganze hier resultiert. Und das sind die Leuchtarten. Und dann gibt es natürlich auch noch Leuchtstufen. Und hier kann man sagen, dass die ganze Lampe, je nach der Leuchtart, ist natürlich abhängig. Nicht jede Art ist gleich, aber insgesamt gesehen lässt sich das Ganze praktisch stufenlos programmieren von 0,3 bis 22 Watt. Und zwar einmal direkt an der Lampe, das heißt über eine Knopftastenkombination, die ist sehr aufwendig allerdings, ist aber in dem Handbuch schön beschrieben. Oder aber, was ich viel günstiger finde, halt in dieser App, das heißt der Lupine Light Control. Mittlerweile heißt die App Lupine Light Control 2.0. Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und die maximale Leuchtkraft dieser Lampe, wenn man sie auf genau jenes programmiert, das heißt diese 2100 Lumen, erreicht man halt über dieses Hauptlicht, dann hat sie 22 Watt und leuchtet für theoretisch 65 Minuten. Wir werden jetzt diese Programmierung an der App, zeige ich euch, was dabei rauskommt im Dunkeln. Das machen wir live bei mir im Wald, das Video blende ich gleich ein. Ne? Ich sage jetzt aber mal schon mal vorab im Hellen, dass ihr mich noch mal ein bisschen seht und ich es besser gut zusammenfassen kann. Ne? Dann haben wir die minimale Leuchtkraft, die sich programmieren lässt. Natürlich dann nicht mehr in dem Hauptlicht, sondern das natürlich in einer kleineren Stufe, in einer anderen LED. Und da haben wir 55 Lumen, das würde ungefähr 0,3 Watt entsprechen. Also sehr wenig, kann man sich vorstellen. Hält bis zu 80 Stunden theoretisch. Ja, das heißt, hier muss man auch sagen, dass ich mit dieser maximalen Leuchtkraft praktisch nie unterwegs bin, mit diesen 2100 Lumen, weil es A, Stromverschwendung wäre pur, und B, keinen großen Unterschied mehr macht zu einer geringeren Leuchtkraft von der Effektivität in der Nutzung. Da würde ich später auch nochmal drauf eingehen, und da wird es auch nochmal ein spezielles Video zum, was ich gesagt habe, Lampen allgemein geben, so Autoratgeberlampen. Ne? Aber das sind die Theoriewerte auf dem Papier, anhand derer ja nicht wenige Menschen halt die Lampe entsprechend vergleichen und auch bewerten. Aber da muss man sagen, das ist halt eine Zahl auf dem Papier, die Realität draußen sieht immer ein bisschen anders aus. Ne? Genau, und dann würde ich jetzt mal, was ich sagte, zur App-Control. Das Telefon hätte ich jetzt rausholen können, aber das machen wir gleich in diesem Dunkelvideo. Das liegt noch in einem trockenen Grade. Ne? Das hat, glaube ich, auch eine IP-Zertifizierung, aber sei es drum. Die App, ich habe die Lampe programmiert, als ich sie gekauft habe, 2019, funktionierte alles wunderbar. Dann habe ich diese Einstellung, da habe ich mir natürlich einen Kopf drüber gemacht, was irgendwo Sinn macht. Gehe ich in der App-Dings gleich drauf ein. Und da habe ich sie auch so gelassen. Und dann habe ich die praktisch auch nicht mehr angeguckt. Warum sage ich das jetzt? Weil ich habe ein Bekannter damals, wo ich die Lampe genutzt habe, der war auch total begeistert, hat die sich denn auch gekauft, ungefähr ein Jahr später, das müsste 2020 gewesen sein, wollte die denn programmieren, und dann ruft er mich an, sag mal, was ist denn das für ein Scheiß hier, funktioniert gar nicht, und mit der Programmierung, so wie du gesagt hast. Also die sagt, das kann alles total einfach gehen, da findet die Lampe nicht. Habe ich gesagt, naja, dann lies noch mal richtig nach. Also ich habe ihm schon fast unterstellt, er wäre nicht kompetent genug. Ja. Dann habe ich meine eigene App aufgemacht und festgestellt, ach du großer Gott, nee, Entschuldigung. Also ich habe ihn nicht runter Sau gemacht, aber ich habe gesagt, ich prüfe das mal. Ja. Und da habe ich gesehen, die war gar nicht mehr drin. Die hatten die, damals 2020 ungefähr muss es gewesen sein, hat Lupine die Blinker aus der App rausgenommen. Tatsächlich, war, ich konnte den meinen auch nicht mehr programmieren. Also glücklicherweise war sie ja programmiert, aber da konnte ich seine Verdrossenheit natürlich nachvollziehen. Ja. Und dann später erst, als ich mir die Pico gekauft habe, im vorletzten Jahr, 2021, habe ich dann festgestellt, durch diesen Kauf gucke ich mir die App wieder an, und da war, muss ich eine neue App runterladen, und zwar hieß die dann Lupine Light Control 2. Null. Da war nicht nur die Pico drin, sondern da war auch wieder die Blinker drin. Ne?
wann also da was umgestellt wurde, in welchem Zeitraum, kann ich nicht sagen. Aber es gab zumindest einen Zeitraum, der mindestens einen Kunden etwas verdrossen hat bezüglich der App. Und der hatte da wohl, hat er mir gesagt, irgendwo sich an jemanden gewendet und hatte kein entsprechend zufriedenstellendes Feedback. Wer das gewesen ist, kann ich jetzt heute nicht mehr sagen. Das habe ich nicht selbst gemacht. Ja. Gut, das zur Vollständigkeit, aber heute funktioniert alles sowohl mit der einen als auch mit der anderen Lampe. Ja? Dann hatte ich ja erwähnt, das Ganze hat Lupine R Remote Bluetooth-Signal, was ich, wie gesagt, mir nicht gekauft habe, wo ich mir gesagt habe, naja, die Lampe nutze ich jetzt auch als Fahrradlampe, weil das kann man sich ja vorstellen. Ich habe die jetzt, sagen wir mal, wenn ich sie am Helm habe, dann macht das natürlich Sinn. Ja? Also das heißt, ich trage die Lampe auf dem Helm jetzt, stellen wir uns vor, ich habe den Helm auf und fahre jetzt Fahrrad, dann wäre es natürlich immer relativ ungünstig, wenn ich so machen müsste. Ja? Dann würde der Taster am Lenker schon Sinn machen. Aber ich habe meine Lampe am Fahrrad montiert, das heißt vorne genau am Vorbau, weil sie da super passt und weil ich das aus meinem Anwendungszweck, so wie ich fahre, auch für sinnvoller halte als am Helm. Ganz einfach, weil ich nicht die ganze Zeit immer nur ich wollte den Kegel immer genau da haben und wollte auch mal meinen Kopf bewegen können dabei und dann nicht den Lichtkegel verlieren. Wisst ihr, was ich meine? Hat beides Vor- und Nachteile. Natürlich, gar nicht, wenn ich nach da gucke, sehe ich nichts. Aber da muss man fragen, mache ich das im Dunkeln? Gut, also das war der Grund, nicht warum ich mir dieses Ding geholt habe, sondern ich hatte mit der Illusion gespielt. Illusion kommt gleich, dass ich sie mir ans Boot bauen kann. Und zwar, die Zuschauer meiner Abenteuerreportage haben vielleicht bei Big Bitty gesehen, hatte ich auch bei einem anderen Boot, vorne meine Ram-Mount-Halterung. Das heißt, ich klemme mir die vorne oben an den Sülrand, an den Außenbord und entweder lang mit Stab, je nachdem, was ich für ein Boot habe, in jedem Fall diesen Kugelkopf. Dafür habe ich auch einen Adapter, dass das passt. Und dann dachte ich mir, naja, das ist doch eine coole Sache, dann kannst du während du paddelst, vom Handgelenk oder wo du den Sender an der Tasche hast, einfach mal vorne das Licht anschalten. Tja, da muss ich allerdings sagen, dass ich eine, werden wir auch sehen, im Laufe dieses, in einem anderen Video, sage ich am Ende dieses Videos, sage ich, wo ich das Ganze nochmal bringen werde, um das aber jetzt schon mal vorwegzunehmen, habe ich hier eine schwankende Reichweite festgestellt. Die Maximalreichweite hat bei mir so ungefähr 1,50 Meter. Und dann ist das Signal, geht das runter. Und zwar so weit runter, dass du keinen vernünftigen Taster mehr zusammenkriegst hier. Ja, also ihr seht das jetzt. Ich drücke jetzt mal die oberen Funktionen hier durch an der Lampe. Und ich kann aber genauso gut auch die unteren durchklicken. Ja, so wie ich es hier programmiert habe. Das ist jetzt kein Zauberhand, sondern das ist mein Fingerdruck. Ja, und einmal aus. So. Und jetzt wird der Regen stärker. Ich würde jetzt einfach mal die Taschen räume ich vielleicht auch mal kurz weg. So, also wir machen hier wirklich den ultimativen IP-Test fast schon. Spritzwassergeschützt natürlich. Ja, wer es weiß, ne? Gut, das war jetzt für die Insider. Ja, das hat, muss ich sagen, nicht so ganz funktioniert, wie ich das eigentlich wollte mit dem Boot. Und damit hatte sich denn der Handsender für das Boot eigentlich erledigt. Wobei ich ihn noch genutzt habe, ist beim Wandern ganz selten. Und zwar, wenn ich hauptsächlich im Winter unterwegs war mit Handschuhen. Nämlich aus dem Grund, dass die Knöpfe sich dann mit den Handschuhen schlecht bedienen lassen und ich da zumindest mit dem ein klein wenig besser war. Ein klein wenig muss man deswegen sagen, weil es genau wie die Lampe hat ja auch zwei Knöpfe oben und unten, hat diese hier auch zwei Knöpfe. Die kann man verschieden programmieren und ich habe sie so programmiert, dass das, was hier blau blinkt, für das Hauptlicht ist, diese Funktionen, die ich hier durchschalte, und das, was sich grün blinkt jetzt hier, ist für den unteren Taster, für die kleineren Lampen, die ich durchschalte. Ja? Jetzt müsste aus sein. Ja? Genau. Und der Abstand der Knöpfe ist natürlich, tja, mit dem Handschuh könnt ihr euch vorstellen, aber das ist noch schlimmer. Das ist also bei der, was will ich damit sagen? Bei der Blika kommt der Handsender nicht so zum Einsatz, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Aber das ist ja, jedem hat ja möglicherweise einen anderen Einsatz, anderes Einsatzspektrum. Jeder hat einen anderen Anwendungsbereich und mag ja sein, dass es für den einen oder anderen besser funktionieren würde. In jedem Fall für die Mountainbiker, die natürlich die Ding auf dem Helm haben und wo sie sagen, der Abstand bis zum Lenker funktioniert noch, dann halte ich das, wenn man die Blika zumindest dafür benutzt. Ja? Ansonsten kann ich noch sagen, zu diesem Handsender,
Mit diesem einen Sender kann man bis zu 5 Lampenköpfe, verschiedene Lampen programmieren. Das heißt, man, wenn man jetzt mehrere, wenn man jetzt mehrere Lampen hat, weil ich zum Beispiel beim Boot die komplette Seitenbeleuchtung auch noch machen will. Das ist, wenn mich Lupine sponsern würde, würde ich genau dieses tatsächlich mal machen. Ich kann mir vorstellen, dass das bestimmt richtig geil aussieht, wenn ich im Dunkeln und dann schippert da einer rum und dann sagt er, Alter, was ist denn das? Ein Flutlicht auf dem Boot, ja, ein Paddelboot, muss man immer sagen. Ne? Genau, also dann würde das Sinn machen, wenn man mehrere Lampen hat, bis zu 5. Und für einen Lampenkopf wiederum, also anders gesehen, kann man bis zu 4 Funksender verbinden. Das ist das zumindest, was ich in der Bedienanleitung gelesen habe. Das kann ich euch jetzt nicht nachprüfen, ganz einfach, weil ich nicht die entsprechende Maximalanzahl von Lampen habe. Ne? Ich habe das jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal durchschwacken lassen, mir dann später noch die Pico geholt. Und die hat den anderen Funksender mit nur einer Taste, weil die natürlich weniger Dings hat. Da würde ich aber in diesem Bereich nochmal drauf eingehen, weil ich ein Video mache, ist wie gesagt schon geplant, wo ich die Pico mit der Blika vergleichen werde. Da werden wir genau darauf ganz speziell eingehen. Deswegen reicht das, diese Information hier zur Blika, bin ich der Meinung. Ne? Jo, und dann hatte ich ja gesagt, dass zum Akkusystem komme ich dazu und da sind wir jetzt hier angegangen. Es gibt diesen Akku als Hardcase-Variante, hatte ich gesagt, und als Fast-Click-Variante. Hardcase ist, dass der hat den oben und unten noch so eine Art Kunststoffschutzgummi. Das ist für die, die den Akku irgendwie außen anbringen wollen oder vielleicht auch lose irgendwo transportieren, wo man halt ihn vielleicht auf irgendein Metall mit zum Beispiel einem Fahrradrahmen, ne? Wenn ihr jetzt zum Beispiel euch vorstellt, ihr habt so ein kleines Klettband, dann könnt ihr den zum Beispiel mit diesem Band um diesen Fahrradrahmen und dann würde der an diesen zwei Punkten rutschhemmend aufliegen. Das ist zum Beispiel eine Funktion dieses Hardcase-Akkus und der Fast-Click ist natürlich, wie der Name schon sagt, zum Einklicken genau in jenes Stirnband. Ja? Und das funktioniert auch wunderbar, kann man nicht meckern. Ich muss sagen, er ist mir schon ein paar Mal tatsächlich rausgefallen. Und zwar immer dann, wenn ich irgendwo durch den Felsen gekrochen bin, das heißt draußen unterwegs war mit der Lampe, oder aber, wenn ich ins Zelt gekrochen bin, hier hatten wir erschwerendes Silberkiano, ja, für alle, die... Das heißt ja, die Dackelgarage mit dem Eingang, du musst so weit drunter gehen, dass genau jener Akku der höchste Punkt ist. Und was passiert dann natürlich? Klick, klack, ja, und dann hängt das Ding hier unten. So, das passiert mir einige Mal öfter. Hier muss ich sagen, hätte ich mir tatsächlich, auch wenn das jetzt ein bisschen bekloppt, klingen mag für den Hersteller, weil der sagt, wir haben uns ja schon ausgedacht, dass es leicht rausgeht. Ich würde mir eine festere Verrastung wünschen, tatsächlich. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass der von allein rausfällt, sondern man muss schon irgendwo gegenkommen. Aber genau jenes irgendwo gegenzukommen, passiert mir nicht gerade selten im Bereich meiner Aktivitäten. Das kommt immer mal wieder vor. Ja? Und so oft zumindest, dass ich das jetzt hier als etwas leicht nervig anmerke. Ja? Jo, und dieser Fast-Click-Akku, den gibt es in dieser Variante als Smart-Core. Und jetzt gehen wir darauf ein, was heißt Smart-Core? Das heißt, ihr habt hier eine, den anderen hatte ich glaube ich schon weggepackt eben, ja, ihr habt hier eine LED-Anzeige. Ach, das ist das Ladegerät. Okay, sag doch das, linke Tasche. Ihr habt eine LED-Statusanzeige, das heißt eine Kapazitätsanzeige, wie viel dieser Akku noch an Restkapazität hat. Erstmal ist es natürlich aufgedruckt von hier von 20, 40, 60, 80, 100%. Und dann habt ihr diese Anzeige auch noch als LED, wenn ihr da drauf drückt. Und ihr seht jetzt, hier leuchten alle 5 LEDs, das heißt, er hat 5 mal 20 sind 100%. Und weiß nicht, ob ihr das jetzt auch hört. Jetzt müsste ich die Lampe hier wahrscheinlich mal an, wenn ich die mal anschließe, wahrscheinlich funktioniert es nur genau. Hier haben wir es. Wenn ich das jetzt mal an, ich halte das mal ans Mikro. Ich habe mal gedrückt, ich drücke nochmal. Hört ihr? Das heißt, ihr habt den Bestätigungston, der kam 5-mal. Und jeder dieser Töne steht genau wie diese Anzeige für 20%. Das heißt, man hat auch eine akustische Rückmeldung, wenn man jetzt, aus welchen Gründen auch immer, meint, man müsste den Akku, den Knopf muss ich erstmal finden hinten, ja, wenn er am Kopf fasst, ja. Und ich bin auch der Meinung, also wenn ich die Lampe trage, dann kriege ich dieses, und aufsetze, kriege ich dieses Bestätigungspiepen eh nicht mit. Vor allen Dingen nicht bei 5 oder 4. Dann überlege ich erstmal, muss der genau hinhören. Waren es 2, 3, 4? Ich habe nur einen gehört.
Also was soll ich damit sagen? Das ist ein lustiges Gimmick irgendwie mit diesem Piepton. Bräuchte es meiner Meinung nach nicht, aber pff, wer hat, der kann, ja? Aus dem Vollen schöpfen, so nach dem Motto. Vielleicht gibt es ja einen Anwendungszweck dafür. Ich hatte in den 4 Jahren noch keinen, wo ich dieses Piepen dringend benötigt hätte. Ja? Gut, und dann steht jede volle LED, die hier angezeigt wird, für, jetzt habe ich ihn aktiviert, steht die für 20%. Hatte ich ja eben gesagt. Und wenn eine blinkt, das heißt, wir haben jetzt leider beide vollgeladen, weil ich hatte sie gerade an der Dose, weil ich sie eben jeden Tag benutze. Ja, also in den letzten Tagen sehr verstärkt natürlich wieder. Und blinkt denn sozusagen eine, sagen wir mal, du hast jetzt bis 80% 4 ganze und die 100er, die macht nur piep, piep, piep. Das heißt, dass sie denn 10% nur hat. Das heißt, ihr habt hier also trotz der 5 LEDs eine 10% genaue Anzeige. Das ist schon ein Ding, kann man, wenn man das in jedem Fall benötigt. Wenn ich daran denke, andere Lampen, die haben entweder gar keine Anzeige oder die haben 3 oder was auch immer. Das ist also eine sehr genaue Anzeige für einen Akku, muss man sagen, ist nicht verkehrt. Ja? Jetzt geht's wieder. Aber der kostet natürlich auch, wenn man den einzeln kauft, ja, keine Frage. Und dann gibt es noch eine Funktion, das ist auch ein sehr schönes Ding. Man kann diese Anzeige des Akkus noch programmieren, diese Kapazitätsanzeige, einmal auf ein Lauflicht oder auf ein permanentes Rücklicht. Das heißt, du könntest denn theoretisch diesen Akku auch als Rücklichtfunktion benutzen. Wir machen das mal, wenn ich hier 2-mal drauf drücke. Dann habe ich jetzt ein stetiges Rücklicht. Ja? Das geht jetzt nicht mehr aus. Ja, ist an. Ich muss mal gucken, weil das blendet hier ein bisschen. Das geht also nicht mehr aus, bis ich jetzt hier drücke. Dann ist es weg wieder. Ne? So lange blinkt dieses stetige Rücklicht bei 2-mal drücken. Und wenn ich jetzt 3-mal drücke, dann dürften wir hier einen schönen Knight Rider haben. Ne? Kit lässt grüßen. Deswegen habe ich jetzt hier auch ich brauche gar nicht die Uhr, denn ich habe, wahrscheinlich ist das der Handsender, mit dem David dann sozusagen, wisst ihr, was ich meine, ja. Ich will mich nicht lustig machen, nein, das ist ja ein schönes Gimmick, ja, also es sieht gut aus, aber ich habe es noch nie benutzt. Tatsächlich, als ich das Ding einmal neu gemacht habe, habe ich mir gedacht, sieht gut aus, ja, aus welchem Grund auch immer, und jetzt hier für dieses Video nach 4 Jahren drücke ich auch nochmal drauf. Ansonsten, aus, weg ist es, ja. Ist also ein Gimmick. Was viel interessanter ist, und jetzt kommen wir nämlich zu diesem Thema Akku. Ihr seht, ich habe 2 Akkus, weil der andere ist von der Pico. Das ist jetzt der, müsste jetzt hier der neue sein, glaube ich, der alte. Ich kann das gar nicht mehr auseinanderhalten. Nee, das ist tatsächlich der alte hier drin. Und zwar fing nach dem Kauf, nach ziemlich genau 1,5 Jahren, gab es ein Problem mit der Lampe. Die auf voller Leuchtstufe, die ich ja nicht oft benutzt habe, aber ein paar Mal hatte ich es an, fing nach kurzer Zeit an, hat die wieder runtergedimmt. Und da dachte ich mir, naja, also ich habe das Heatsink montiert und ich hatte die, das war nicht mal eine Minute an, habe ich gesagt, das kann nicht sein, da stimmt irgendwas nicht, weil die hat, irgendwann dimmt die sowieso unter, wenn sie zu warm wird, das ist ganz normal, aber nicht nach so kurzer Zeit. Und dann war es auch so, dass das immer in kürzeren Abständen kam, und hinzu kam auch noch beim Aufladen, also bis dahin dachte ich mir, irgendwas ist komisch, dann war die Garantie vorbei, ich habe also den Zeitraum beobachtet, wo ich mir dachte, komisch, aber beobachtest du mal, dann war die Garantie vorbei, und dann ist mir aufgefallen, dass es beim Laden des Akkus er nicht mehr voll auf 100% geladen hat, sondern immer nur noch auf 90%. Das heißt, du hast die 80% Anzeige gehabt und die 100er hat entweder mal geblinkt oder hat mal nicht geblinkt. Und damit war für mich eigentlich klar, das war wie gesagt nach weniger als 2 Jahren, wo das anfing, dass der Akku einen Defekt haben muss. Denn ich habe andere Akkus, ganz normale 18650, so wie ich ihn jetzt gerade in dieser Lampe hier hatte, ja, dieser Standard-Dings, ja, selbst nicht, auch wenn es nicht unbedingt eine Panasonic-Industriezelle ist, aber auch deutlich günstigere, ja, also die jetzt nicht unbedingt diese 3400 mAh hatten, sondern ich hatte auch mal welche mit 2750, also schon die unterste Kategorie mit von diesen Dingern. Und bei keinem Akku hatte ich jemals so einen starken Kapazitätsverlust wie bei diesem Lupine 3,5 Ampere Smartcore Akku. Da gibt es nach wie vor ein Ding, der nicht ganz in Ordnung ist irgendwo. Das merkt ihr zumindest beim Laden. Jetzt zeigt der ganz kurzzeitig wieder 100% an, aber das schwankt. Sobald ich den jetzt rausgerüsselt habe, also 5 Meter an Busch, macht die Lampe an und der ist auf 90 und ich würde ihn dann laden wollen, oder wenn er leer ist, spielt doch keine Rolle, dann lädt er nur bis 90, der lädt nicht mehr bis 100. Der andere hier, von der Pico, der lädt noch bis 100.
Das ist so ein Ding, als, tja, wenn ich dazu jetzt sage defekt, dann könnte jemand sagen, nee, ist es nicht. Ich sehe das aber so. Das ist meine subjektive Wahrnehmung, weil ich das so nicht kannte und weil ich der Meinung bin, in so kurzer Zeit darf das eigentlich nicht sein. So ein Akku hält länger. Mal so einen kleinen Vergleich. Ich habe das Rotlicht, was ich hier angesprochen hatte, das ist ja ein Lithium-Ionen-Akku. Das Rotlicht von Lipyne, was ich benutze, ist ein Lithium-Polymer-Akku. Der hat kürzer gehalten. Aber dazu will ich auch in einem anderen Video eingehen. Da ist es also fast schon normal, kann man sagen. Das wollte ich damit sagen. Hier halte ich das vor allen Dingen im Rahmen der Garantiezeit für absolut nicht okay. Und ich muss sagen, also wer mich kennt, meine Webseite, der weiß, dass ich mit meiner Ausrüstung immer vernünftig pfleglich angehe, dass ich umgehe, dass ich mit Sachen auch die Bedienerleitung lese, dass ich solche Sachen beherzige, wie auch das Kabel zu trennen, lassen wir jetzt, weil es gerade regnet, ja, und solche Schoten. Das heißt also, ich gucke schon, dass ich drauf, ne, und wenn dann trotzdem was passiert, dann schiebe ich es nicht automatisch auf den Hersteller, aber ich gehe da nochmal durch, habe ich irgendwo einen Fehler gemacht, und wenn mir dazu nichts einfällt, dann bleibt eigentlich bloß der Hersteller über. Jo, und dann sind wir jetzt an dem Punkt angelangt, wo ich jetzt einfach sagen könnte, für irgendwelche Leuchtstärken guckt ihr euch mein Review an. Das heißt, mein Beitrag auf meiner Webseite habe ich schon so lange online, ist geschrieben, so lange wie ich die Lampe habe. Das heißt, seit 2019 gekauft, so lange kann man sich doch noch schon angucken. Und für alle, die ihn gesehen haben, die wissen, haben die entsprechenden Fotos schon da. Und für das Video würde ich es jetzt mal so machen, ich blende eine Aufnahme ein, die ich jetzt vor ein paar Tagen bei mir draußen im Wald gemacht habe. Da habe ich auch noch ein anderes Video nachts gedreht. Das war dann schon relativ spät am Morgen. Für alle, die sich fragen, warum ist denn der Hund schon so müde, warum nicht mehr so fit gewesen. Wir waren da schon die ganze Nacht unterwegs und es waren von morgens um 4:30 oder so in dem Dreh, kurz vor Sonnenaufgang, aber es war noch dunkel. Und da habe ich euch genau jene Sachen gezeigt mit der App-Steuerung, wie ich die, das haben wir alles im Dunkeln gemacht, weil jetzt im Hellen könnte ich das natürlich auch irgendwie schön machen, aber ich finde, im Dunkeln seht ihr das einfach besser, was die Lampe dann, versteht ihr, wenn ich im Dunkeln, wenn ich im Hellen, ist ja logisch, ja, Taschenlampen kann man im Hellen immer toll anmachen, sieht schön aus, aber ihr habt nicht die gleiche Wirkung wie im Dunkeln. Das heißt, ich bitte jetzt zu entschuldigen, wenn ihr mich da nicht so klar seht, aber um mich geht es ja in diesem Video nicht, sondern es geht um die Lampe. Ja? Ich blende euch jetzt hier also dieses kurze Filmchen ein und dann werden wir uns gleich wiedersehen zu dem Positiven, dem Negativen und meinem kompletten Fazit aus der Lampe. Auf dahin, viel Spaß im Dunkeln. Ah, einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mich spontan nach meinem Vergleich Blika Pico dann doch noch entschlossen, das schaffen wir noch. Wir haben es jetzt gleich 4:30 morgens. Ja, wir sind ja die ganze Nacht schon unterwegs mit dem Lampenvergleich. Aber ich habe mir gedacht, das kriegen wir jetzt noch ganz fix hin. Ich suche noch die dunkelsten Ecken, die es irgendwo gibt. Denn an der Tatsache, dass wir morgen Neumond haben, hat sich jetzt nichts geändert. Das heißt, viel dunkler wird es auch nichts mehr. Und Sonnenaufgang haben wir auch noch nicht. Ja? Daher können wir das noch machen. Und ihr seht auch schon, ich habe die, wir haben noch ungefähr, ich glaube 40% Akku von der Blika über. Und die hat jetzt noch 7,1 Volt Kapazität angezeigt. Das passt also immer noch. Und dann habe ich jetzt noch den anderen von der Pico auch noch bei. Da ist ein bisschen weniger drauf, aber wir kommen damit noch hin. Und ihr seht, das auch schon meine bevorzugte Wahl, wie es auch die Zuschauer meiner Abenteuerreportage, mein Tagebuch in Lappland kennen, ist das Grünlicht. Ja? Damit bin ich jetzt so, wenn ich jetzt hier mit Eli draußen unterwegs bin in der Runde, in der Regel auch unterwegs. Das ist jetzt programmiert auf die höchste Grünlicht-Variante, die geht. Das heißt 2 Watt. Und damit sehe ich alles, was ich sehen muss, im Umkreis von, sagen wir mal, gut 10 bis 15 Metern. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das seht, ja, aber für mich reicht es zumindest in der Nacht vollkommen aus. Ich bin jetzt hier im Wald, also ich gehe jetzt querfeldein, sage ich, falls ihr das nicht sehen sollt, es gibt hier keinen Weg. Es stehen hier sozusagen nur Bäume und mehr musst du bei der Schrittgeschwindigkeit, bin ich der Meinung, ja auch nicht sehen. Ne? Zumindest jetzt nicht, wenn ich den Hund nicht freilaufen lasse. Ne? Ila ist jetzt angeleint, von daher ist kein Problem. Aber jetzt aus diesem Grund, da wie gesagt wir gleich Sonnenaufgang haben, und das ist hier die kritische Zeit der Jagdsaison, wenn man das so sagen darf. Ja? Der Jäger weiß Bescheid und da möchten wir jetzt hier keinem auf die Füße treten. Beziehungsweise ich würde gern, dass Ila noch ein bisschen länger lebt. So, und die ich jetzt, wenn mir das jetzt noch zu auffällig sein sollte, um meine Nachtsichtfähigkeit bestmöglich einzuhalten, hatte ich auch gesagt, wäre dann das Rotlicht.
wäre dann die erste Stufe gewesen nach dem Grün. Das ist so, ne, wenn ich, also ich mache die Lampe jetzt mal aus. Das, was nochmal kurz, Eli, halt. Das ist nochmal kurz haben. Lampe ist aus, jetzt komplett. Und jetzt schalte ich nur mal den unteren Taster, auf dem sind ja die kleinen Stufen, also habe ich sie so programmiert, auf die oben die größeren. Und wenn ich jetzt den zuerst anmache, habe ich sofort das Rote. Ne? Und da sehe ich jetzt, sagen wir mal, naja, fast 5 Meter weit. Ne? Vierer, so ungefähr. Und da Sie sehen schon, den Ast habe ich nicht gesehen, wo ihr gerade hängen geblieben seid. Ja? Das ist also eine Lampe, wenn ich jetzt, wie sagt man, natürlich das Tarnlicht. Ja? Ich bin jetzt hier auf dem Boden unterwegs, könnt ihr mich noch sehen? Ich leuchte mich mal selber an, habe mich jetzt hier hingekniet. Und möchte jetzt hier zum Beispiel eine Karte lesen und meine Nachtsicht in jedem Fall beibehalten. Oder, weil ich sonst ohne Lampe laufe. Ne? Nachts kann ich keine Lampe lesen ohne Licht. Das wäre also meine bevorzugte Wahl, dieses Licht. Oder aber, kommen wir gleich dazu, kann ich jetzt mal machen, wäre die kleinste Stufe direkt nach dem, wäre das hier. Ne? Das ist aber schon ein weißes Licht. Die dürften beide, jetzt müsste ich kurz lügen. Ich weiß es gar nicht, das Rote hat, bin ich mir... wir werden nichts Falsches sagen. Ich gucke, was ich so programmiert habe hier. Ich habe das Telefon mal beigenommen und das Rote habe ich genau mit 1 Watt programmiert und das Grüne mit 2. Wir können mal in die App reingucken. Ich mache die App mal live auf. Was noch gehen würde, ich bin aber der Meinung, dass beim Roten, doch, es geht noch weniger. Ne? Wir haben, ich weiß nicht, ob ihr das seht, wir sind jetzt hier bei Rotlicht bei 1 Watt. Das schalte ich jetzt mal. Ich schalte jetzt mal mit der App so durch. Ne? Und wir gucken mal, wenn ich jetzt runtergehe bis auf 0,3. Habe ich ja vorhin im Test schon gemacht mit der Blinker. Das war das kleinste. Wäre jetzt 0,3. Jetzt schalten wir mal hoch auf mein 1 Watt. Jetzt gehen wir mal hoch auf 1,5 und auf 2 Watt. Ah, ich hoffe, ihr konntet den Unterschied so ein bisschen sehen. Klein, groß. Das lässt sich hier wunderschön mit der App regeln, ne? Und wir lassen mal wieder mein 1 Watt, meinen obligatorischen, weil das habe ich so, ich meine, das ist jetzt ein Ding natürlich, dass ich es auf die gerade Zahl gemacht habe, aber es hat aber auch so zufällig ziemlich ganz gut gepasst, ja. Den gleichen Spaß, das können wir jetzt mal mit dem Grünlicht machen, ziehen wir das mal dazu, das habe ich ja bereits auf der größten Variante und würde ich das jetzt auch runterregeln wollen von den 2 Watt, dann kann ich das jetzt hier auf bis auf 0,3 auch, ne? Und das ist jetzt natürlich Ansichtssache, aber ich bin der Meinung, das Grünlicht ist immer heller als das Rote. So kommt es mir zumindest subjektiv vor. Jetzt ist das Telefon mal weggenommen, dass es hier nicht stört. Und das heißt, die 0,3 Grün sind für mich heller als die 0,3 Rot. Von daher würde ich das Rotlicht immer der Nachtsichtfähigkeit und der Tarnung dem Grünen bevorzugen. Das ist mit einer der Gründe. Und dann kommt es ein bisschen in die Lichtfarbe, wollen wir jetzt nicht zu verrückt werden. Ne? Aber ich habe ja gesagt, Grün habe ich, weil ich das so oft nutze. Weil ich es einfach lieber mag als das Weiße wegen der Nachtsichtfähigkeit. Das ist tatsächlich ein Unterschied. Das ist kein Riesending, ja, so ein bisschen wie Blau zumindest. Aber es ist zumindest besser, als wenn ich das Weiße habe. Ja, und deswegen habe ich Grün hier mal auf der vollen Leistung programmiert von den 2 Watt. Und dann gibt es noch 2 Diffuslichter, die ich hier programmiert habe. Hat hier gesagt, ich schalte mal ein. Das wäre jetzt das kleinste, was ich hier habe, wäre diese 0,3 Watt, wo ich gesagt habe, das könnte ich jetzt auch noch alternativ zum Lesen einer Karte nehmen. Na, manchmal ist es ja so, dass... Telefon wieder wegnehmen, sonst stört. Manchmal ist es ja so, dass die Karte besondere Farben hat, je nach Hersteller, und dann macht sich das Grün oder ein Rot nicht so gut, wenn man zum Beispiel farbliche Unterschiede sehen möchte, weil natürlich mit der Grün sieht alles grün aus, mit der Rot sieht alles rot aus, und hast du das Grün oder Rot ausgemacht, siehst du trotzdem die Farbe hinterher noch weiter. Das heißt, für die Neutralität, zum Beispiel beim Kartenlesen, für einen Kompass macht es keinen Unterschied, da kann ich genauso gucken. Mit dem Navi nervt es manchmal, das heißt, wenn ich das GPS habe, Telefon habe ich in der Wildnis nicht an, das wisst ihr. Ja. Aber solche Sachen, ne? Aber genau das wäre halt der Punkt hier, das Weißlicht mit den 0,3 Watt, also diffus nennt sich das. Und dann habe ich, das würde dafür noch ganz gut gehen. Und dann habe ich noch dieses Diffuse auf ganz hoch geschalten. Das wäre jetzt genau das.
die höchste Zahl, die ich hier habe, ne, in dem Fall 2 Watt, also die kleinen Lichter, lassen sich alle von 0,3 bis 2,0 schalten. Und das ist jetzt so super diffus. Das ist die Lampe, die habt ihr oft gesehen, Abenteuerreportage. Wenn ich im Zelt zum Beispiel bin und mal nicht auf Grünlicht oder Rotlicht gehe, sondern das Weiße habe, weil ich zum Beispiel was einpacken will im Zelt, weil ich alles sehen will, was ich da habe. Ila hat wieder Terror gemacht. Ich suche irgendwas, was ich verloren habe und so weiter. Ne? Dann ist das genau diese Licht, dieses Diffuse, was ich habe, was alles schön viel ausstrahlt. Also wenn ich jetzt hier so gucke, ne, wenn ich mit dem jetzt durch die Gegend gehen würde, diffus, da kann ich auch 10 Meter wieder sehen, aber komplett im Umkreis. Ach, da kann ich sogar noch 15 Meter sehen. Ja? Das ist eine super Sache. Ja? Kein schönes Ding, ne, zu dem Punkt. Und ihr seht ja auch schon, welche LED da jetzt blinkt, also beziehungsweise welche leuchtet. So, Entschuldigung. Können die alle nochmal draufschalten? Das waren jetzt die unteren, ja. Haben wir einmal das Rotlicht mit 1 Watt. Dann haben wir das Grünlicht mit 2 Watt. Und dann habe ich das Diffuslicht mit 0,3. Und das Diffus mit 2. Ja, so. Das ist meine Programmierung des unteren Tasters. Und zum oberen Taster würde ich jetzt kommen, wenn wir jetzt, ich kann das auch mal so durchseppen, ne? Die Nummern habe ich im Kopf, weil das Klassiker sind, die kann ich mir, weiß ich auch nicht, warum besser merken, ne? Aber nichtsdestotrotz, wo wir jetzt schon mal dabei sind, oben, was war, wären die 20 Watt, die 5 Watt, die 3 Watt und der 1 Watt, ne? Die, das heißt, zweimal Hauptlicht auf 20 und 5 und zweimal den Spot, ich glaube, das kann man ganz gut, das machen wir jetzt nochmal im Laufen, auf 3 und auf 1. Und was ich jetzt noch sagen wollte, wo ich nämlich gerade die App hier habe, also anhabe, was ich hier noch sagen wollte, die Zahlen habe ich nämlich nicht im Kopf, waren die Warnungen kommen bezüglich der Akkukapazität. Ich mache jetzt mal eine Lampe an, damit ihr mich besser seht. Ja? Die Warnungen bezüglich der Akkukapazität habe ich nicht im Kopf. Die kann man auch einstellen, hier von 5,4 bis auf 7,3 Volt. Das heißt, wollt ihr eine frühe Warnung haben oder wollt ihr eine späte Warnung haben? Ich habe das alles so in den letzten ins letztere Drittel, das heißt sozusagen die späte Warnung reingeschoben hier. Das heißt, wenn ich von 5,4, dem kleinsten Wert, da ist dann sozusagen aus, ne, da würde die Lampe tot sein sozusagen. Und da habe ich jetzt auch auf 6 Volt, da sagt er mir an, da kommt die erste Warnung, das heißt, eine rote LED leuchtet dann. Bei 5,7 Volt, da leuchten dann 2 rote LEDs, das ist die zweite Warnung. Und bei 5,4 Volt, das ist da, wo dann die Lampe abschaltet, da leuchten dann oder da blinken kurzzeitig alle roten LEDs auf und dann ist auch tot. Ja, das kann man hier noch super mit der App einstellen. Ja, und was er denn hier sonst noch auszustellen, einstellen könnt mit der App, ist, wann das Bluetooth getrennt werden soll. Hier habe ich jetzt eine Stunde drin, kann man einstellen bis 24 Stunden. Wie sich die Lampe einschalten soll, das heißt mit dem einfachen Tastendruck oder mit einem Doppelklick. Ich habe den einfachen Tastendruck. Der doppelte würde sie anbieten, wenn man jetzt den Schutz haben möchte, dass die Lampe nicht unbeabsichtigt angeht, wenn man zum Beispiel in der Tasche zu stecken hat und man kommt gegen den Taster. Ich bin allerdings der Meinung, der Taster hat so einen festen Druckpunkt, zumindest ist das so fest, dass man mit dem Handschuh schon richtig, da drückt man sich, also sucht man schon, wisst ihr, was ich meine? Ist mir noch nicht passiert, dass sich die Lampe automatisch eingeschaltet hat. Kann sie sich bei mir nämlich nicht, weil ich auch immer den Akku getrennt habe. Von daher, aber wer das gern möchte, mich nervt das mit dem Doppelklick, weil ich dann sozusagen mir sage, ich verschleiße den Taster doppelt schnell. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und dann kannst du hier noch einstellen, den Stealth-Modus. Das heißt, der ist jetzt ein. Wir können den Stealth-Modus mal ausmachen. Speichern wir das mal, dann seht ihr mal den Unterschied. Wenn ich die Lampe jetzt einschalte, seht ihr das? Ich weiß nicht, ob das zu erkennen ist. Der Unterschied beim Stealth-Modus ist einmal das Leuchten hier oben auf dem Taster. Ne? Und wenn du die Lampe einschaltest, gibt es hier auch nochmal kurz das Einschaltsignal. Was auch nochmal, ne? Und diesen, jetzt muss ich gucken, dass ich den wieder rausnehme, dass ich ihn automatisch eingespeichert habe. Den will ich auf keinen Fall haben. Also ich möchte Stealth ein haben. So, das ist mir ganz wichtig.
Ansonsten fällt das, na, jedes Mal, wenn du eine Einstellung machst, habt ihr schon gesehen, speicherst, dann schaltet sich die Lampe wieder aus kurzzeitig. Muss sie wieder neu eingeschaltet werden. So, wieder die kleine. Und ich wollte euch nur kurz sagen, was man sonst noch einstellen kann. Wir hatten jetzt die Akkuwarnung, wir haben den Tastenklick, wir haben den Stealth-Modus. Dann kann man noch einstellen, ob man eine kleine LED einschalten, zuschalten möchte. Das habe ich Nein gesagt. Und dann könnt ihr auch noch einstellen, das SOS oder das alpine Notsignal. Eins von beiden, zwischen dem könnt ihr wählen. Ich habe das normale SOS gemacht. Konzentrieren wir uns jetzt nochmal auf das Laufen und was wir sehen. Ja, wir hatten die kleinen Stufen. Und dann würde ich jetzt mal mit euch weitergehen, beziehungsweise mit dem Eli weitergehen. Der ist ja die ganze Nacht schon auf, der ist ein bisschen müde, aber das kriegen wir in jedem Fall nach hin. Also wir hatten jetzt, erinnern wir uns, hier sind wir stehen geblieben, bei den kleinen Stufen, wo ich gesagt hatte, in jedem Fall rot. Das ist, wäre mir jetzt schon jetzt sowieso zu wenig, weil ich gerade ein Augenproblem habe. Das ist nämlich die jetzt haben wir die Problematik. Ne? Meine Augen haben sich gerade an das schöne Licht gewöhnt und jetzt sehe ich mit dem Rot fast gar nichts mehr. Das ist fatal. Jedenfalls hat es mir da ausgereicht. Gehe ich auf das Grün hoch, wird schon gleich wieder ein bisschen besser. Ja, kommt mir gerade immer noch zu wenig vor. So fühlt man sich, sage ich meinen Tourteilnehmern immer wieder. Lass die Lampe aus. Ja? Du machst dir die ganze Nacht sich kaputt. Das dauert jetzt mindestens 15 Minuten, bis sich meine Augen wieder an die Dunkelheit gewöhnt haben. Ja, zumindest so weit, dass ich so gucken kann wie vor einer halben Stunde. Jo, wir hatten die kleinen Stufen, ne, durchgeschaltet. Jetzt schauen wir uns nochmal die großen an. Jetzt ist Dennis sowieso dahin mit der Sichtfähigkeit. Da fangen wir mal an mit der vollen Leistung. Das sind jetzt hier diese 2100 Lumen bzw. 20 Watt. Das ist das Maximalste, was ich hier programmiert habe. Auf den ersten Tastendruck sozusagen der Fernscheinwerfer, das absolute Ultimo. Alles, was geht. Und ich muss sagen, das benutze ich wirklich nur sehr, sehr selten. Aber es kommt schon mal vor. Viel öfter benutze ich, wenn ich den Fernscheinwerfer anhabe, genau diesen hier. Das sind denn die 5 Watt, ja, also deutlich sparsamer. Und der Unterschied ist nicht so super riesig. Also es sind vielleicht so gefühlt, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob wir überhaupt sind. Oh, hier ist ein Wildschutzzaun neu aufgestellt worden. Gut, okay. beziehungsweise, das ist ein, ja, es ist ein Wildschutz, aber da hat jemand was gepflanzt. Dann machen wir hier einen kleinen Umweg, wir wollen nichts kaputt treten. Nochmal rum, Eli. So ist es fein. Das heißt, die 5 Watt reichen mir völlig aus. Mit dem Licht bin ich dann übrigens auf Fahrrad gefahren. Ja? Also ich hoffe, das kann man, mit dem Licht kann man, ne? Ohne Probleme. Fahrrad fahren, so 25 km/h, ist gar kein Ding, das ist völlig ausreichend, ist eine schöne Lampe, 5 Watt. Ne? Und die kleinere, das wären jetzt die Spotter, ne? Also zweimal, so habe ich es programmiert, den Doppelscheinwerfer sozusagen und ein und zweimal den Spotter. Ne? Und das ist jetzt der Spotter, der die höhere Leistung, und das ist der Spotter mit der kleineren Leistung. Die beiden Unterschiede hatten wir gerade gehabt, 3 und 1. Ja. Ja. Auch die kleinen Spotter, seht ihr, machen schöne Punkte in der Lampe. Ja, den kleinen, gucken wir uns nochmal den an. Also auch völlig ausreichend. Also mit dem Spot kann ich jetzt gucken, wenn ich den leuchte. Oh, der leuchtet mindestens 50 Meter. Ja, in der höchsten Stufe jetzt hier. Ja, doch, das kann man sagen. Also 50 Meter ohne Probleme, wenn nicht sogar 70 Meter. Kannst du mit dem gucken. Ja? Das ist auch eine schöne Lampe und der ist ja sparsam. Im Vergleich zumindest zu den beiden Doppeldingern. Ja, von der Kapazität des Akkuschons ist das in jedem Fall sparsamer. Und auch für den Wald ist das eine schicke Sache. Ne? Also hier, für einen Weg ist es in jedem Fall ausreichend. Wenn ich einen dünnen, schmalen Weg habe, brauche ich ja nicht links und rechts sehen. Aber auch wenn ich jetzt so im Wald laufe, das heißt hier querfeldein. Hier ist ja was los. Das ist ein Baum umgefallen, auch nicht gut. Dann ja, da kann ich ruhig mal gucken, Eli. Oh, Eli ist schon ganz schön müde. Den Arm haben wir schon die ganze Nacht gequält jetzt hier. Ne? Jo, ne? Also die beiden Spotter auf der oberen Tastenkombination. Hauptlicht, Hauptlicht, Spot, Spot. Rot, Grün, Diffus, Diffus. So ist meine Programmierung an der Blika. Und das nutze ich jetzt
Die Blicke habe ich jetzt seit 2019, das heißt seit 4 Jahren nutze ich die Lampe aktuell und auch sehr intensiv. Das ist sozusagen meine Hauptlampe für unterwegs, für draußen, sowohl auf Tour als auch, wie ihr es jetzt bei mir hier seht, zu Hause. Wenn ich zu Hause unterwegs bin, habe ich immer noch meinen Scheinwerfer dabei, ja, als Referenzzahl sozusagen, damit wir hier oben auch die Baumbüffel ausweichen. Nee, das ist sozusagen der 700 Meter Scheinwerfer, wenn es darum geht, wenn Eli freiläuft, ne, dass ich den wiederfinde. Ne, da wäre dann in jedem Fall die Lupine, wäre dann ein bisschen zu viel, aber so ist es, kommen wir mit der Lampe wunderbar hin. Ja, da sind wir wieder. Willkommen im Hellen. Ich hoffe, die Augen verkraften das bei euch jetzt. Für mich ist es keine Umstellung, weil ich immer noch hier sitze. Ich packe die Sachen mal weg, weil sie sind einfach nur nasser geworden, denn es regnet weiterhin. Und dann würde ich jetzt mal das Ganze so zusammenfassen in dem Ganzen, was wir jetzt bis hier aus dem Video mitgenommen haben. In Form beginnen wir mit dem Positiven von der Lampe. Das heißt erstmal, Punkt Nummer 1, sie hat eine hochwertige Verarbeitung. Ohne Frage, hier ist alles picobello. Das fängt an bei der Geschenkverpackung, hätte ich schon was gesagt, ja, bis zu der Lampe selbst. Es ist alles High-End, das darf man so sagen. Da gibt es absolut nichts zu meckern. Sie ist vielseitig einsetzbar und hat demzufolge auch einen sehr hohen Nutzwert. Und das ist ja auch genau das, wofür ich die Lampe haben wollte. Ne? Also für all diese verschiedenen Anwendungen, wie anfangs erklärt. Und genau das erfüllt sie. Da ist sie unschlagbar. Da kenne ich keine andere Lampe, Kopflampe, mit der ich so viel machen kann. Dann hat sie, solange der Akku okay ist, muss man dazu sagen, auch eine angemessene Akkulaufzeit. Das heißt, dieser 3,5 Amperestunden Smartcore Akku, den ich hier habe, der passt sehr gut zum Charakter der Lampe für meine Anwendungen. Wenn ich natürlich deutlich länger als das, was ich die Einstellung da mache, und mehr, muss ich mir natürlich einen zweiten Akku mitnehmen. Aber das ist logisch, das ist mal bei jeder Lampe. Damit sagen wir, passt gut zur Lampe, ist angemessen. Sie hat eine sehr detaillierte und übersichtliche Bedienerleitung. Das gehört in jedem Fall mit dazu, finde ich, weil das ist kein Standard mehr heute. Das kann man nicht überall erwarten. Und das hat man hier und damit ist man rundherum glücklich. Das heißt, es können eigentlich, bin ich der Meinung, keine großen Fragen auftauchen, wie weiß ich nicht, wie das geht und so weiter. Kriegt da alles mitgeliefert beim Kaufpreis sozusagen. Ja? Sie hat ebenso mitgeliefert eine ganze Menge Zubehör. Was ich euch gesagt habe, die ganzen Klicks, Halterungen, Bänder und so weiter, dass man halt jeden Einsatzbereich an dieser Lampe, den die hat, zumindest einige davon noch abdecken kann. Und dann findet da zusätzlich noch weiteres Zubehör im Lupine-Shop oder meinetwegen auch woanders. Und ein bisschen davon seht ihr bei mir in dem separaten Beitrag bei mir auf der Webseite auch Lupine-Zubehör, was ich alles zu der Lampe noch optional mit dazu habe. Ja, könnte man ein eigenes Video zu machen. Und last but not least, hätte ich mit in dem ersten Punkt drin verbinden können, High-End-Qualität und so weiter, aber das muss eigentlich ja nicht in Verbindung stehen, aber hier steht es einfach so, ne, wie anfangs gesagt, der Firmenbesitzer dürfte da sicher zu Recht auch stolz drauf sein, ja, Neumarkt in der Oberpfalz, das ganze Ding ist made in Germany, was den Lampenkopf angeht, ja, und das hat... Ihr wisst das, wer meinen Kanal kennt, ich lege da sehr großen Wert darauf, nicht aufgrund nur der Arbeitsplätze, die in dem eigenen Land bleiben, das heißt der wirtschaftliche Faktor, sondern hier für mich vor allen Dingen der globale Nachhaltigkeits-Umweltfaktor. Ja? Wenn ich alles irgendwie aus dem Ausland dran schippern muss, dann wissen wir, der Footprint wird immer größer und in dem, sage ich mal, in dem Land, wo der Abfall produziert wird, dahinter lassen wir denn genau jenen, obwohl wir es bei uns benutzen. Das finde ich im höchsten Maße unfair. In dem Sinne ist das hier schon mal etwas besser. Ich sagte etwas, weil der Lampenkopf wird angegeben, made in Germany. Ja, das Ladegerät steht zum Beispiel made in China drauf und bei dem Akku steht jetzt nichts drauf. Kann ich auch nicht sagen. Ja, und das Stirnband kommt übrigens von, ist jetzt hier schon abgefärbt, sieht, da ist schon alt, da ist gar nichts mehr dran, ja, aber stand mal drauf, ist von Tatonka. Ne? Und Tatonka lässt sie bekanntlich nähen in Vietnam eigentlich. Ne? Gut, so viel zu dem Positiven, Herstellungsort. Ne? Dann zum Negativen, ja, wo Licht ist, ist auch Schatten. Diese Lampe hat eine ganze Menge Licht.
Es gibt auch ein bisschen Schatten dazu. Punkt Nummer eins, was mich am meisten angenervt hat, war dieser Akkudefekt, wenn man das mal so sagen darf. Der Akku funktioniert ja noch. Also ich will es nicht übermäßig schlecht drehen, aber im Vergleich zu dem anderen, der jetzt halt genauso alt ist und der gleichen Nutzung unterliegt, ja, hier, zweiten Grad eingepackt habe, nichts anderes, der ist noch tadellos, das ist gar nichts, obwohl gleich im Nutzer. Also es muss einen Unterschied geben und da bin ich der Meinung, bei diesem Preis, da könnte ich einen erwarten, der auch über die Garantiezeit halt genau jene Anwendung. Ne? Das ist so ein Punkt. Aber ihr seht ja, es betrifft den einen, aber nicht den anderen. Das muss also nicht heißen, dass das, wisst ihr, die Wahrscheinlichkeit ist in meinem Fall 50-50. Ja. Dann habe ich festgestellt, wie schon gesagt, der Funksender hat für mich eine zu kurze Reichweite. Das, was ich anfangs gedacht habe mit der Bootsteuerung, hat nicht funktioniert. Das macht er auf keinen Fall mit. Na? Und in der App seht ihr denn auch nochmal, wie weit der Sender, in welchem prozentualen Anteil die Reichweite gerade ist. Da seht ihr denn, also wenn die App anhabt und den Funksender nehmt und guckt, dann seht ihr Reichweite, Funksender 40%, 50%, 80%, 30%. Und da kann man so sagen, was ich so rausgefunden habe, wenn das unter die 40% geht, dann ist es, und das haben wir so Pi mal Daumen, fehlt da 50, dann ist es, der Knopfdruck, könnt ihr drücken, wie ihr wollt, ja, hängt wahrscheinlich auch noch an irgendeiner Mücke, die durch die Luft fliegt, ja, oder an irgendeinem Stahlpfosten, der in 3 Kilometern Entfernung ist. Man weiß nicht, woran das alles noch hängt, ja. Die Funk ist ja so ein Ding für sich, ja. Das hätte besser sein können. Da würde ich mir einfach ein stärkeres Signal wünschen, ganz ehrlich. Ja. Weiß jetzt nicht, ob das konform ist, man es darf. Keine Ahnung, da bin ich jetzt in der gesetzlichen Nummer nicht drin, ja, aber wenn es okay wäre, haut da ruhig noch einen drauf, ja, kann nicht stark genug sein, wir sind ja eh alle verseucht. So, dann muss ich feststellen, dass dieser Kühlkörper Heatsink, den ich hier montiert habe, und zwar gleich nach dem Kauf, mit diesen zwei kleinen Schrauben. Punkt Nummer eins, er schränkt den Knopfdruck enorm ein. Das heißt, mit dem Daumen so ist es schon schwierig, an diesen Untertaster zu kommen, weil man sieht, dass der Bereich ist nur noch sehr stark eingegrenzt. Es ist wirklich ein sehr großer funktionaler Nachteil, das darf man so sagen. Dieser Heatsink, auch wenn es natürlich ausgespart ist, es stört dennoch. Und mit Handschuhen ist es gar nicht mehr zu bedienen. Da muss der Handschuh ausziehen. Das, und deswegen ja die Fernbedienung. Ne? Das ist der Punkt. Also der Punkt nochmal, die... Aber anders geht's nicht, das ist es ja nun mal, ne? Wenn du zwei Knöpfe hast und du brauchst trotzdem den Kühlkörper, ich kann das schon verstehen, dass man diese Ausstarrung, also ich, das ist ein negativer Punkt, aber ich verstehe trotzdem, worum es gemacht wurde. So viel dazu. Aber was ich nicht ganz nachvollziehen konnte, ist, dass er in der Praxis für mich keinen spürbaren Unterschied gemacht hat zur Abkühlung der Lampe. Ich habe die... Also da, wo sie nicht runtergefahren hat, wo ich sie länger betreiben konnte, das war bei Fahrradfahren bei Frost-Minustemperaturen. Aber da muss ich sagen, da hat es, glaube ich, nicht am Heatsink gelegen. Ja, man weiß es nicht. Aber so, wie ich sie jetzt draußen benutze, die Lampe wird einfach heiß. Man müsste es jetzt mal mit einem Infrarotthermometer genau testen. Das habe ich jetzt nicht zur Verfügung. Und wenn wir in Lappland in Bergbitte sitzen und gerade den hier machen oder ich im Zelt rumkrabble oder von irgendeinem Felsen runterfalle, dann habe ich auch nicht mein Infrarotthermometer dabei, um zu gucken, wie heiß die Lampe war. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Praxis versus Theorie. Das mag sein, dass das im Labor einen Messwertunterschied gibt. Gibt es bestimmt irgendwo für einen bestimmten zeitlichen Bereich. Aber ich in der Praxis konnte keinen feststellen. Nichtsdestotrotz lasse ich ihn montiert, weil ich ihn A gekauft habe und weil es B irgendwie mein Gewissen so ein bisschen beruhigt, dass ich zumindest immer sagen kann, sollte diese Lampe mal durchbrennen, so wie es bei der anderen hier passiert ist, bei der alten, dann kann ich nichts falsch gemacht haben. Ganz einfach, so sehe ich das. Ja, ich habe zumindest alles getan, was in meinem möglichen Bereich lag. Und ich versuche sie auch nicht zu überbeanspruchen, das ist immer noch ganz wichtig. Ja. Das ist der dritte negative Punkt. Der vierte ist das Ding mit der App. Ja, das ist ab 21, ich glaube es war März 21, schlagt mich tot, irgendwie in diesem Bereich oder davor, also zumindest müsst ihr einen Kumpel fragen, da war zumindest die Programmierung, ich kann es ja nicht nachvollziehen, weil ich in der Zeit ja nicht drauf geguckt habe, das ist es ja, war die Programmierung nicht möglich. Das muss ich sagen, ist heute kein negativer Punkt mehr, aber damals, ich muss es hier der Vollständigkeit halber nennen, weil ich ja weiß, wie angefressen er gewesen ist, und hätte er das Revue gemacht, hätte er den wahrscheinlich ganz da oben gestellt, selbst wenn 5 Jahre vor gegangen wären. Wisst ihr, was ich meine? Ich erwähne es hier der Vollständigkeit halber. Ne? Habt aber heute, zum aktuellen Zeitpunkt zumindest, muss man dann sagen, bei der Lupine 2.0 Light Control nicht mehr. So. Es gibt keine Packtasche im Lieferumfang. Das
habe ich hier als negativ hingestellt, auch wenn ich gesagt habe, dass es mir lieber ist als eine schlechte Packtasche. Ich nutze lieber meine eigenen. Ja. Aber nichtsdestotrotz hätte man hier trotzdem eine machen können, die perfekt wäre. Genau solch eine, 100% ist ja auch nicht perfekt, aber die kommt ziemlich danach ran. Die hat diese 86% der Perfektion, ja, die hier stand. Dass man so eine mit ausliefert und auch anbietet, ja, für jemanden, der genauso unterwegs ist wie ich, der mit dem Rucksack irgendwo 100 Kilometer durch die Wildnis geht und davon 3 Tage bei Dunkelheit, deswegen hat er die Lampe mit, damit er abends auch am Zelt irgendwelche Aufnahmen vom Polarlicht machen kann, hat er die Lampe mit und nur die Lampe mit dem Ersatzakku, einen kleinen Schraubenzieher, genau so ein Ding, versteht ihr, was möglichst kompakt ist und was innen auch aufgeräumt sortiert ist und was auch dementsprechend gedämmt ist, also keine billige Nylonhülle, sondern genau so ein Ding, was ich halt hatte, diese Padded Pouch. Ja? In der Größe, die aber so kompakt ist, dass sie im Rucksack nicht so aufträgt, dass ich einen Handwagen bräuchte. Ja? Das ist ein Zaunfall gewesen nach Bayern. Gut. Und dann, ich weiß nicht, ob das ein 100%er negativer Punkt ist. Für den einen oder anderen mag es so sein, deswegen nenne ich es mal mit rein, weil es könnte ungewohnt sein für die Menschen, die das bis vorher nicht kannten. Dass das Ganze hier eine elektronische Steuerung ist und was nicht da alles drinsteckt, da bin ich jetzt, das ist über meinem, versteht ihr? Aber ich kann es nachvollziehen und ich halte mich daran, du sollst den Akku jedes Mal trennen. Ja? Das heißt, Und dann muss man gucken, wenn man ihn getrennt hat, dass man die Stecker nicht dreckig macht. Das kommt auch noch hinzu. Ja? Das heißt, du musst jedes Mal, wenn du die Lampe benutzt, wenn du es vernünftig machen willst, abziehen, aufziehen, abziehen, aufziehen, abziehen, aufziehen. Dip, 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 dip. Ja? Das ist, wenn man hier am Kabel anfasst, um Himmels Willen, da reißt sie den Stecker ab, weil die Klemmung vom Stecker sehr fest ist, so wie es auch sein soll. Ja? Das ist okay, aber wenn ihr die Stecker trennt, das ist eine Schwierigkeit. Da muss man darauf achten, dass man genau an dem Ansatz hier, der eine ist nicht das Problem, aber der andere, ne? Also die Mutti ist okay, aber der Schniepel, der Mann, den musst du richtig kräftig packen, dass du nicht am Kabel ziehst. Sonst ziehst du, ich habe nämlich in einem anderen Steckersatz, wo ich meine MTB-Beleuchtung als Verlängerung selbst konstruiert habe, musste ich das Ganze mal, bevor ich es auseinandergenommen habe, habe ich mich mal da kräftig zu kräftig am Verlängerungskabel gezogen, weil es rutschig, es war nass und es war kalt. Ging nicht anders. Und plötzlich hast du das Kabel in der Hand und der Stecker steckt da noch drin. Ja? Deswegen bin ich hier ganz besonders vorsichtig. Ja? Es muss ja dicht sein. Wegen der Wasser-IP, immer dran denken. Ja? Man weiß also, woher es resultiert, aber es könnte ungewohnt sein für den einen oder anderen, das regelmäßig zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere das die ganze Zeit angesteckt lässt. Ja? Muss jeder selber wissen. Ja? Und in der letzte, jetzt haben wir, glaube ich, auch genug negative Punkte, wenn man das so sagen darf. Ja, muss ja jeder für sich selbst entscheiden, ob es ein negativer ist. Ich versuche das aus meinem, was ich rausgefunden habe, zu bringen. Ist der Preis, ist, naja, heiß ist er ja nicht, sondern er ist sehr ziemlich kühl, obwohl er ganz weit oben steht. Das Ding ist teuer. Und das ist ja auch der Grund, warum ich so lange mit dem Kauf gewartet habe, um mir das überhaupt leisten zu können. Ja, und da habe ich unterm Strich tatsächlich, auch wenn es ein hochwertiges Instrument ist, eigentlich genauso viele negative Punkte gefunden wie positive, wobei man allerdings jeder für sich halt selbst entscheiden muss, wie viel wiegen die für einen irgendwo. Und jetzt komme ich zum Fazit, denn unter dem Strich, das ist ja das, was übrig bleibt, zumindest aus meiner Erfahrung heraus, habe ich diesen Kauf der Lampe absolut nicht bereut. Es ist nach wie vor für mich ein Instrument, auf das ich angewiesen bin. Das ist wie ein Rucksack, mit dem ich meine Sachen durch die Gegend trage. Wenn ich draußen bin, will ich eine Lampe haben, auf die ich mich verlassen kann, die das alles macht und die diese Funktionen auch bietet, die ich brauche. Nicht, weil ich damit rumspielen will, wo ich mir sage, hey, jetzt habe ich mal das Lampe und mal die Lichter und hier und da, sondern weil ich für jede einzelne Funktion dafür einen speziellen Anwendungszweck habe. Und diesen erfüllt diese Lampe genauso, wie ich ihn haben wollte. Und von daher muss ich sagen, hat sich dieser Kauf, kann man sagen, gelohnt? Das ist ja schwierig, ja. Bei über 400 Euro. Aber zumindest bin ich zufrieden damit. Ja, es liegt zwar immer so wie ein kleiner Klotz im Magen, also für mich zumindest, wenn man nicht so viel hat, aber nichtsdestotrotz hat es sich rentiert. Darf man das so sagen? Wisst ihr, was ich meine? Ja, kann ich also nur empfehlen für jemanden, der eine Lampe öfter benutzt, der auch genau jene verschiedenen Anwendungsbereiche, das heißt die Funktionen der Lampe auch angewiesen ist,
Denn als Spielerei ist diese Lampe oversized. Braucht kein Mensch. Ja, das ist wie wenn ich mir eine Wilma ans, eine Betty ans, eine Alpha ans Mountainbike klemme und damit aber jetzt nicht jeden zweiten Tag den Bikepark runterrutsche. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das wäre zu hardcore. Das ist für Leute, die ein Statussymbol brauchen, wer auf sowas Wert legt. Ja, mir ist es völlig egal. Da ist es jetzt eine Lupine. Ja, aber da hätte jetzt auch 0815 draufstehen können. Ja, wenn es die gleiche Lampe gewesen wäre. Ja. Also von daher erfüllt sie genau meine Ansprüche. Ich bin damit zufrieden, kann unterm Strich nichts Negatives sagen, was zumindest bleibend mich in der Nutzung beeinträchtigt. Punkt. Ja? Und jetzt haben wir auch diesen Nässe-Test die ganze Zeit nochmal ordentlich herbeigeführt und ihr habt gesehen, die Lampe hält genauso weit aus wie ich. Ja, sie leuchtet immer noch und das wird sie hoffentlich auch noch möglichst lange tun. Und es gibt genauso, wie das bei meinen Lesereviews immer der Fall ist, wenn ich eins schreibe auf meiner Webseite, es ist ein lebendes Review, eine lebende Produktrezension. Alles, was im Laufe mit dieser Lampe passiert, werde ich dort als Foto auch immer nachtragen und auch entsprechende Texte, wenn so etwas passiert, wie zum Beispiel mit dem Akku oder der App und so weiter. Ja, das heißt, jetzt haben wir 4 Jahre vergangen, sollte irgendwann nochmal was passieren, findet ihr das im Lesereview? Ich kann ja nicht über alles irgendwie... Natürlich könnte ich jetzt sagen, ich war mit der Lampe auf dem Klo und halte euch jetzt jede Woche auf dem Laufenden, ja, aber mindestens die Zuschauer meiner Abenteuerreportage, da das ja meine einzige Lampe ist, die ich zumindest hauptsächlich genau auf meinen Touren benutze, die würden sofort mitkriegen, als wenn irgendetwas ist und dann würde ich mich in jedem Fall in der Wildnis ordentlich darüber auslassen, ja, was mir denn da durch erfahren ist. Ja. Ansonsten, wie gesagt, bis jetzt funktioniert sie. Ich hoffe, dass sie das auch möglichst lange noch weiterhin tut. Und in diesem Zusammenhang verweise ich denn jetzt auch auf das nächste Video, beziehungsweise man könnte schon fast sagen, zweiter Teil, der da kommen wird. Habe ich, wie gesagt, im Dunkeln die Szenen schon fertig gedreht. Mache ich einen Vergleich zwischen der Lupine Blika mit den 2100 Lumen, die alte Version, die ich habe, und mit der Lupine Pico, ebenfalls 2100 Lumen. Ich könnte mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen nicht ganz uninteressant ist, da sie ja, wie gesagt, beide die gleiche Leuchtstärke haben, aber ein bisschen anders. Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede werde ich in diesem Video, habe ich schon fertig gedreht und da gibt es dann auch in den Nachtaufnahmen mit dem Fahrrad ein wenig mehr Aktion. Ja? Da gehen wir dann also nochmal auf die Spezififikationen auch der Blika während montiert am Fahrrad ein. Jo, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen in jedem Fall bei euch. Ich bedanke mich auch ebenso bei dem wunderschönen Wetter, ja, dass es uns den Himmel so geöffnet hat. Immerhin piepen die Vögel noch. Ja, und ihr seht ja auch, ich habe den IP-Test so ähnlich bestanden wie auch die Lampe. Ja. Von daher alles gut und ich wünsche euch, egal mit welcher Lampe, die ihr draußen irgendwo tragt, das muss ja nicht so ein High-End-Produkt sein, ja? Denn nicht jeder braucht das, muss man immer dazu sagen, aber nicht vergessen, ich bin Tourguide. Ja? Ich, aus meiner Erfahrung, lieber wir nochmal ein extra Video machen, habe ich auch gesagt, allgemein zum Thema Lampen, ich brauche halt tatsächlich so etwas. Ja? Und ich wünsche euch mit eurem Equipment, was ihr da habt im Dunkeln, immer möglichst viel Freude, dass die Lampe zuverlässig funktioniert. Das ist ja das Wichtigste. Egal, welche ihr da habt, dass ihr immer sicher seid im Dunkeln. Und dabei, wie immer, viel Spaß draußen.